Hey, diese Ausgabe des KAPI-Podcasts wird dir präsentiert von New Direction, die innovative Tackle-Schmiede. Ein herzliches Willkommen zum KAPI-Podcast. Maurice Kaulbach, Marian Surer und Peter Schwedes nehmen euch mit bei ihrem ganz persönlichen Trash-Talk aus der Szene. Euch erwarten aktuelle Themen, Produkte, Tipps und vieles mehr. Wer jedes Wort auf die Goldwaage legt und kein Niveau-Limbo tanzen kann, der ist hier falsch. Das Ganze ist nicht immer bitter ernst, dafür mit viel Leidenschaft und einer großen Portion Humor. Stellt euch ganz einfach vor, ihr sitzt mit den Dreien zusammen beim Angeln, lehnt euch zurück, öffnet ein Bierchen und hört den Dreien zu. Und jetzt Mikro frei für die drei Kapitäne. Ein herzliches Willkommen zum KAPI-Podcast. Mein Name ist Peter Schwedes. Mein Name ist Marian Surer. Und mein Name ist Maurice Kaulbach. Jungs, ich kann euch in die Augen schauen. Nicht über den Bildschirm. Ey. Wir können richtig zusammen anstoßen. Wir sitzen hier zusammen. Go her. Ah, schön. Ne? Das ist einfach zu schön. Hier. Cheers. In Hachenburg. Wo alles begann. Wo alles begann. Wo an wir dem Tisch, wo wir die erste Folge aufgenommen haben. Wir sitzen sogar genau gleich. Also, was die Platzposition anbelangt. Sitzen und die 0,5er Folge. Ja, es hat ja nicht geklappt. Super. Ja, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des KAPI-Podcasts. Folge 61. 61. Überlegt ihr mal. Jetzt haben wir Ende Oktober. Damals war es, glaube ich, Ende Februar oder Anfang März, wo wir hier aufgenommen haben. Nee, Ende Februar. Februar haben wir aufgenommen, ja. März ist das rausgekommen. Was dazwischen alles passiert ist, oder? Geisteskrank. Wahnsinn. Geisteskrank, ey. Geisteskrank. Wahnsinn. Warum sitzen wir jetzt hier drei bei mir im Wohnzimmer? Was hat uns zusammengeführt? Wir haben heute Abend noch was vor, ne? Also ja. wir haben eine ganz andere Aufnahmezeit jetzt. Wir haben jetzt so Viertel nach fünf, halb sechs. Perfekt. Traumzeit. Für mich Traumzeit. Für Marian Traumzeit. Ja, das ist Marians Komfortzone, weil alles, was nach 8 Uhr ist, da ist der Marian immer... Also quengelig. Der zuverlässige Zuhörer, der wird das auch gemerkt haben, dass zum Ende der ganzen Folgen die Deutlichkeit von Marians Sprache erheblich nachlässt. Das ist so. Komma, Punkt und Sonstiges wird eh ausgelassen und Worttrennung teilweise dann auch. Einfach. Liegt aber einfach nur an der Müdigkeit. Aber der Junge, der ist aber auch hart am Arbeiten, jeden Tag 12 Stunden. Also. Hat auch wirklich, also von daher. Ja, da muss man, ist man abends müde halt. Nee, ist doch richtig so. Jungs, was trinkt ihr denn, bevor wir dazu kommen? Was gibt es denn Köstliches? Also, ich bin hier doppelt bewaffnet. Ich habe hier die ganzen Zuhörerpakete kalt gelegt. Ich habe hier... Du hast die ganzen Zuhörer kalt gelegt. Ich habe die ganzen Zuhörer kalt gelegt, genau. Verscharrt in Hachenburg. Jetzt ist natürlich meine Frage, ist das ein E oder ist das ein F? Ist ein E, oder? Finnbacher. Ein Becher. Ist ein E, ne? Ein Becher. Hier oben steht es auch nochmal auf dem Deckel in normaler Schrift. Ah ja, genau. Ein Becher Brauherrenpilz. Was ist das Durchsichtige da? Das ist ein Glas Wasser, für die, damit ich nicht dehydriere. Und das andere hier in dem Tumbler, das ist Whisky mit Cola. Oh, der Maui hat es richtig vor, ey. Ja. Drei Getränke. Also ich habe lecker Riedbacher Frankenbräu. Hohenloher Schlitzohr, hell. Ja, das war das, was ich in der letzten Folge vorgelesen habe. Ich habe zwar hier auch so ein Whisky-Cola stehen, aber irgendwie geht er nicht an mich. Also hat aber andere, also liegt nicht an dem Getränk an sich, sondern das liegt an meiner Vorgeschichte vom Wochenende. Ich wollte sagen, da liegt der Peters am Samstag. Komm, 61. Folge, erzähl mal. Ey, Darmstadt hat verloren. Ich war im Stadion. Und dann hast du. Mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht mehr. Also an der Stelle auch nochmal Grüße an Chris und Felix. Die habe ich nämlich in der Halbzeit noch getroffen im Stadion, auch Karpfenangler. Und mit denen habe ich dann auch noch ein Bierchen getrunken. Und ich glaube, wir haben sogar eine Pommes gegessen. Auf jeden Fall habe ich die ja dann noch später, zu später Zeit nochmal gesehen. Okay. Die Jungs oder die Pommes? Die Jungs nicht. Die Pommes auch. Die Pommes hat er nochmal gesehen. Ja. Ich kann euch auf jeden Fall nur so viel erzählen. Nein, aus. Stopp. Wir haben auf jeden Fall morgens um 4 Uhr Sprachnachrichten von Peter Schwedes bekommen, die jetzt schon legendär sind. Ja, die sind Weltklasse. Die sind Weltklasse. Alle beide. Also, wir haben die eben auch Ruben Eule, der war eben auch kurz hier, der kommt in einem mal wieder, die haben die auch vorgespielt. Ja. Das ist Hollywood-reif. Ja, also ich jetzt positiv gemeint, kurz, Peter. Kurz, ich find's lustig. Ich hatte eigentlich viel mehr vor an dem Abend, als ich gemacht habe. Also
Und um 3 Uhr bin ich einfach aufgewacht und denke so, scheiße. Also hat der Peter hat heute nicht ganz Where is my car? Hat heute nicht ganz so viel Durst. Hat er schon angekündigt, aber naja gut. Naja, komm. Also, hobelt mit fallen Späne. Genau. So, gehen wir mal weiter hier. Wir haben ja einiges auf dem Programm hier stehen. Genau, der Grund. Der Grund, wieso wir hier sind, ne? War ja, eben. Genau, da waren wir dran. Heute, today is the day. Heute gibt es die große Verlosung zu unserer einfach geil Müllsammeln-Aktion. Mhm. Da werden wir heute Abend um 20.30 Uhr live auf YouTube, werden wir die ganzen Preise unters Volk bringen. Wir haben uns schon hier technisch alles ausgedacht, wie wir das durch Zufallsgeneratoren schießen. Hoffentlich klappt das auch alles. Ich muss ehrlich sagen, weil wir auch das erste Mal live auf YouTube sind, habe ich so ein ganz klein bisschen Sorge. Maui war extra beim Friseur. Ja, extra beim Friseur. Marian hat extra eine Mütze aufgezogen. Ja. Also von daher. Kann nichts schief gehen mehr. Wir haben es richtig hübsch gemacht für euch. Ja. Und wenn ihr das hier hört, habt ihr das ja auch schon gesehen. Und ich hoffe auch, dass wir es hinbekommen, das zu speichern, dass man das danach noch sehen kann. Das müssen wir dann mal gucken, ne? Naja. Okay. Ja. Also von der Seite schon mal an alle, die mitgemacht haben. Und es waren ja doch im Endeffekt richtig viele. Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. An jeden einzelnen. Aber nochmal den erhobenen Zeigefinger nochmal hochheben. Das heißt nicht, wenn die Aktion vorbei ist, dass ihr aufhören sollt mit Müll einsammeln. Macht einfach weiter. Und wir werden es im Frühjahr nochmal machen, haben wir ja schon in der 60. Folge gesagt. Ja. Es muss für jeden eine Selbstverständlichkeit sein. Ja, aber ich muss echt sagen, ich habe jetzt nochmal die Tage, die Bilder nochmal durchgeguckt und so. Das ist schon, also ich habe in der letzten Folge schon gesagt, ich will da nicht rührselig werden und so, aber das freut mich wirklich richtig und ich würde am liebsten jedem Einzelnen von euch was geben, weil ich das total feiere. Und du hast da so einen geilen Querschnitt. Du hast natürlich viele Karpfenangler, aber du siehst halt auch, da sind Spinnangler dabei, da sind Matchangler dabei und so, ne? Und ich finde das einfach toll. Und wir haben jetzt eine Menge Namen hier ausgedruckt und E-Mail-Adressen ausgedruckt und nachher gibt es Geschenke. Ja, wir freuen uns. Wir haben richtig Bock. Ich sag nur, Peter, wie kann man denn die Excel-Tabelle hier ausdrucken, damit vorne die Zahlen mit drauf sind? Ja. Ich guck mir so an. Ja gut, Alter. Ich habe mit Excel nichts am Exzellente. Hut. Exzellente. Ist der Also jeder, der Excel schon mal gesehen hat, weiß ja, dass dann oben sind ja Buchstaben, die Spalten haben Buchstaben und die Zahlen haben dann Zahlen. Ne? Ja, aber ganz vorne standen ja Zahlen. Ja, das sind die Zahlen der Zeilen. Ja, da kann ich aber, ja nicht wissen. Aber du musst ja dann eine Spalte einfügen und da dann Zahlen reinsetzen, weil das ist ja das, womit du arbeitest. Das ist schön, aber woher soll ich das wissen? Allgemeinwissen? Allgemeinwissen! Ich kann dir gleich mal Photoshop. Also du weißt ja auch, wenn du hier vor die Tür gehst, dann kannst du den Backstein davon nicht auch nicht essen, oder? Ja, das musst du doch wissen. Ich kann dir gleich mal Photoshop aufmachen oder Schneideprogramm, da kannst du ja kann mal. Ich machen. Da kannst du ich ja. Kann alles. Ja. Ich kann alles. Er kann genau, alles. Er kann alles. Ja. Ich kann alles. Ja. Die Kotzliesel, ey. Ja. Nein, aber nochmal, auf jeden Fall vielen, vielen Dank wirklich für die rege Teilnahme. Und das hat uns wirklich sehr gefreut, halt zu sehen, wie gut das Ganze angekommen ist. Und wir freuen uns auf die nächste Aktion. Ja. Ja. Wirklich? Genau. Und da ist so viel Scheiß bei, also Scheiß in Form von Müll, ne? Also was, da hat die Leute da teilweise Berge an Mülltüten rausgefischt haben und so. Ja. Wahnsinn. Also da ist wirklich, hat sich richtig was bewegt. Und was bei uns ankommt, das ist ja ganz oft bei so einer Aktion, ist ja auch nur ein Bruchteil von dem, was wirklich passiert. Richtig. Ne? Weil die wenigsten, oder sagen wir, ne, die laden dann nicht, ne, die Leute machen das, laden aber das Bild nicht hoch und so. Deshalb, der Stelle nochmal vielen lieben Dank an alle, die es hochgeladen haben, auch an die Vereine, die das mit diesen Jugendgruppen und so zusammen gemacht haben, super. Und ich glaube, wir haben, ich wüsste es gern mal in Zahlen, so, das würde mich schon mal interessieren, so, ne, so wie viel, weiß ich nicht, Kilo, Tonnen oder wie auch immer, vielleicht im Volumen, ist schon viel. Ne? Aber ist schon viel. Naja, ist schon viel. Ist schon viel. Und aber alles, was aufgehoben wurde, war auf jeden Fall draußen zu viel und ist umso besser, da das jetzt weg da ist. Da hast du recht. Genau. Und bleibt auf jeden Fall abschließend nur zu sagen, das habt ihr einfach geil gemacht. Genau. Ihr habt einfach geil Müll gesammelt. Habt ihr einfach geil Müll gesammelt. Und an der Stelle auch nochmal wirklich vielen lieben Dank an alle Partner, die das mit unterstützt haben und das auch irgendwie mitfinanziert haben und überhaupt möglich gemacht haben, dass die Aktion stattfindet. Da auch nochmal ein großes, dickes Danke an alle. Ja, darauf stoßen wir an. So, und ich will nochmal sagen, man sieht ja daran, dass wir als Angler echt was bewegen können. Auf jeden Fall. Wenn man will. Auf jeden Fall. Prost. Auf euch.
Bah, sagt er nur. Was ist, Junge? Soll ich den Rad holen? Nee, nee, ich bleib heute bei einer Apfelschorle. Also, das ist mir hart genug heute. Er nippt aber auch nur. Ne? Er befeuchtet nur die Lippen. Nee, das kannst du vergessen. Es geht heute ich habe eben schon mal, muss auch mal wollen, ne? Ja, wenn du die ersten drei runtergeext hast. Wenn du wüsstest, wie ich will. Nicht so. Aber wenn du die ersten drei In drei Stunden sitzt er wieder hier und ist wieder nur im Raum. Ja, ja. Gib mir eine Kippe. Gib mir eine Kippe. Ja, guck mal, Sora haut schon ab. Jetzt will ich. Mann, Sora, jetzt will ich gerade noch was verkünden und der haut schon ab. Ja, der ist. So, liebe Zuhörer, wir müssen mal ganz kurz warten, bis. Marian Frau Sora rennt zum Kühlschrank. Ja, genau. Aber nicht das Rosé-Bier. Nee, das ist für mich. Aber ich habe noch von deinen. Ja, okay, nehmen wir so eins. Ah, okay. Also. Das ist jetzt geil, ich kann einfach. Jungs. Jetzt hat geil, ich kann einfach aufstehen zum Kühlschrank gehen. Super. Und weiter geht's. Ne? Richtiger. Jungs, Luxus. Ja, Peter, bitte. In meinem Rollenstall, mein Rollenstall, Fuhrpark, mein Rollenfuhrpark hat Zuwachs bekommen. Ja? Ja. Hat er wieder sich was gegönnt? Ja, ich hab's ja mitbekommen. Ja. Also, dann tut mir mal, erzähl mir mal als Rollen nicht Kenner. Ich habe. Ich habe. Ist doch egal. Hat er die Rolle ja, stimmt, das ist ja auch kein schönes Ereignis. Also. Tada! Ich habe jetzt 4 SS 9000. Ja, hat er sich gegönnt. Hat er sich gegönnt. 4 Stück habe ich jetzt. Mit E-Spulen. Ja! Mit E-Spulen, der Spaß. Mit E-Spulen. Aber nur 3. 3 E-Spulen? 3 E-Spulen. Also, wer mir noch was Gutes tun will, der kann mir gerne E-Spule schenken. Im Idealfall bespult. Und ich habe jetzt auf 2 habe ich ja schon Schnur drauf, ne? Auf den anderen war ich immer noch am Suchen. Und ich habe ja jetzt dieses Jahr, dadurch, dass ich die Sportex-Routen habe, bin ich ja immer noch eine dicke Schnur am Suchen. Habe ja aktuell noch die Maxima, die 55er. Ich denke mal, dass ich die auch weiter angeln werde. Die ist echt, also bis jetzt bin ich davon überzeugt, lässt sich auch gut werfen. Aber bei geflochtener. Nee, warte mal ganz kurz. Wir müssen noch kurz bei der Mono bleiben. Hä? Wie war das nochmal? Es muss jetzt, du willst den 52er, ne? 55er. Genau. Da hat man nämlich das Thema. Weil ich sag, so die gibt's kaum. Ich sag, Alter, es gibt 50er und gibt 60er. Ja. Warum zur Scheißhölle musst du eine. Nein, ich bin eine 55. Ich muss eine 55er sein. Ich glaube, eine 50er würde es auch tun. Aber ich habe irgendwie so den Eindruck, die 55er hält nochmal den Ticken mehr als eine 50er, ne? Ja, und aber die 50er wird sich mehr wie die 50er. Ich würde sogar fast drauf wetten, wenn du die 50er und die 55er unter das Mikroskop legst, dass da nicht bis gar nichts passiert. Ich glaube, unter dem Mikroskop vielleicht schon. Ich glaube, mit deinem Auge nicht. Aber nichts, was du beim Angeln merkst. Naja, glaube ich auch nicht. Also, was ich gemerkt habe, wenn du jetzt. Das Problem ist ja, wenn ich jetzt am Fluss angel, du holst rein und bleibst an einem Stein hängen. Prost. Dass ich nicht mehr diese Abrisse habe, ne? Es biegt sich eher der Haken auf oder irgendwie das Blei zieht sich, der Clip bricht ab oder sonstiges. Ja. Anstatt die Schnur reißt. Und das ist wirklich ein riesen Vorteil. Ich meine, klar, wenn das unten so verkeilt ist, dann fahre ich auf dem Boot raus und ziehe es dann raus. Ne? Aber das ist ein riesen Vorteil. Also ich sag mal, von 10 Hängern kriegst du 8 bis 9 kriegst du raus. Und vorher ist es mit der dünnen Geflochtenen immer gerissen. Na gut, du hast die Schwachstelle dann bei der dünnen Geflochtenen am Schlagschnurknoten. Ja, klar. Ne, und der fliegt dir um die Ohren. Genau. Ja. Genau. Ja. Und das hast du halt so nicht. Und das ist echt ein Riesenvorteil. Aber wenn du halt weit draußen angelst, hast du wieder das Problem, dass die Angriffsfläche von der 55er halt relativ groß ist. Ne? Und deswegen, ich brauche unbedingt noch eine Geflochtene. Jetzt habe ich mich ein bisschen da reingearbeitet in das Thema Geflochtene. Ja. Und wir haben das Thema ja auch schon mal besprochen, aber eins war mir noch gar nicht klar. Es gibt ja. Also sag mal, wie soll man sagen, 2 Parteien von geflochtenen Schnüren. Einmal welche, die teilweise 8-mal geflochten sind. Oder 4-mal. Oder 4-mal geflochten sind. Und wisst ihr denn, was die Unterschiede auch sind? Wofür welche denn gut ist? Ich muss sagen, wie gesagt, bei geflochtener, außer beim Spinnfischen, bin ich raus. Nee, weiß ich nicht. Das war mir auch nicht so klar. Also hat das nicht, glaube ich, was auch mit dem Schmeißen zu tun? Das hat eine achtfach mit was? Mit dem Schmeißen. Eine achtfach geflochtene. Die dreht sich achtfach. Nee, dass die halt einfach enger geflochten ist und somit, oder ja, was ein Auftrieb, oder also die ist auf jeden Fall enger geflochten, ein Durchmesser irgendwie. Also Fakt, also habe ich auch gedacht am Anfang, aber Fakt ist, eine 4-fach geflochtene ist viel härter, weil eine 8-fach geflochtene hörst du zum Beispiel nicht, weißt du, wenn du die durch die Ringe ziehst. Und bei einer 4-fachen, da hörst du die, weißt du, die sind dann rauer, wo du sagst, ey geil, die Schnur kannst du angeln, wenn du im Kraut angelst, die sägt alles ab, weil die halt rauer ist, ne? Und dadurch ist sie auch härter und dadurch lässt sie sich erheblich besser werfen. Mhm. Das wusste ich nicht. Weil ich habe immer auch die Fox geangelt, ne? Die Submerge ist ja eine 8-fach geflochten und die ist ja ganz glatt.
Ist ganz glatt. Keine Ahnung, hättest mich jetzt gefragt, ist die vierfach, achtfach, keine Ahnung, die ist geflochten. Ich bin da auch ich habe also das ist ja, sag mal, die lässt sich auch sehr gut werfen, die singt ja auch ganz gut, ne? Aber eine härtere lässt sich besser werfen. Mhm. Es ist einfach so. Habe ich mir von einem Dr. Schnur vom Dr. Schnur, ja? erklären lassen. Ja. Okay. Interessant. Was ist das jetzt geworden? Ich habe jetzt einmal mir eine Climax besorgt. Das ist eine 24er. Mhm. Die ist eine vierfach geflochtene. Und die ist so, ja, die hat so ein, die ist braun mit einem schwarzen Faden drin. Mhm. Also die sagen, ist Camouflage. Also ich habe es noch nicht drauf, ne? Aber du merkst halt, die ist ganz rau. Ne? Also wie gesagt, dann. Hell das oder dunkelbraun? Naja, so khaki ist das, so ein bisschen so, ja. So sämig. Weißt ja. du? Kennst du? Ja, 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 klar. Wie nach drei Tagen Holland Friteure. Ja, okay. Och, Leute. Und dann hier, voll Kultmarke Christen, Decent. Mhm. Die habe ich jetzt dann als 27er und als 8-facher geflochten. Und ich werde jetzt wirklich, ich werde mal 2-2 fischen. Aber gerade sagen, du kannst ja mal schön genau. Ja, und dann werde ich das wirklich mal ausprobieren. Ich will das einfach mal wissen. Ich meine, das hört sich schon irgendwie logisch an, aber ich dachte immer so, diese 8-fach, die sind viel enger gewebt und die sind, also geschmeidiger gehen die da durch, ne? Aber es ist wohl so, eine Schnur braucht eine gewisse Härte, damit die halt besser zu werfen ist. Ich probiere es mal aus. Aber jetzt, wo du das gerade sagst mit dem besser werfen, hat Christen nicht sogar, jetzt wo du nämlich gerade Christen sagst, haben die nicht sogar irgendwie so ein Zeug, was du auf die Schnur machen kannst? Ja, schon ewig. Wo du irgendwie... Aber es ist für Mono, glaube ich. Besser schmeißen Ja, oder weißer oder damit. So? Ja, es gibt so Zeug, das ist schon 1000 Jahre alt. Das ist, ja, ich habe das mal früher gehabt, das habe ich immer über die das heißt Crease Lightning? Aber irgend so ein Zeug, was du dir auf jeden Fall auf die Schnur drauf machen kannst und dann schmeißt du wohl weiter. Ja, das gibt's aber auch wirklich schon, also wirklich also ewig. Schnur. Ich erinnere mich auch daran, das soll das irgendwie, ob das funktioniert. Crease Lightning, habe ich recht gehabt. Crease Lightning Turbo Juice hört sich an wie ein Turbo Juice, wollte gerade sagen, das klingt aber auch eher... Wie so ein Sexspielzeug. Ich wollte gerade sagen, das klingt nach Erwachsenenspielzeug, ey. Turbo Juice. Geil. Das ist auch eine Idee, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es das gibt. Weil ich muss schon... Ist das wirklich nur für Mono Booster? Aber ich glaube, du kannst das für alles benutzen, ne? Aber ich glaube, wenn du eine geflochtene so damit... Ja, ich glaub, aber das eine ist ein 26er Mono. Geflochtene? 27er. Alter. Was denn? Fast eine Weltschnur. Nee, die ist ziemlich dünn. Also wenn du eine 8-fache hast, die ist halt dünner, ne? Weil die ja enger gewebt ist. Okay. Und die 4-fache, das sind halt die Fäden halt an sich dicker, deswegen ist sie ja rauer. Das hatten wir schon mal das Thema, dass der Durchmesser bei Geflochtenen so krass schwankt. Die ist nicht so weil dick. Sonst, du hast immer die Submerge in 20, du hast immer die 20er. Ja, aber die ist aber zu dünn. Ich hatte immer die 16er. Echt? Ich meine, gut, jetzt bist du natürlich auch am Fluss, da ist was anderes, als jetzt irgendwo an Flachland, Bagger oder Badeseen oder so. Aber ich hatte immer nur die 16er drauf. Deswegen dachte ich nämlich jetzt gerade im ersten Moment so eine 27er geflochte, ne? Ja, klingt dick, ne? Ist ja fast wie ein Schockleader, Alter. Ja. Also durch Creased Lightning, der Weitwurf-Booster, ich habe gerade mal die Seite hier aufgemacht, ist auch die Abriebsfestigkeit halt viel höher. Das versiegelt wahrscheinlich. Ja. Einzelne, keine Ahnung. Also... Vielleicht hat ja irgendwer damit Erfahrung. Ja, das wäre mal interessant. Ja, genau. Also irgendwer, der das jetzt hört, genau. Von Christen, dieses Wunderzeug, wo man mit... Wer benutzt das? Also es soll... Besser schmeißen. Es soll auf jeden Fall weiter und ruhigere Würfe verhindert Verhärterung, ungewollte Schlaufen etc. pp. Okay. Das klingt ja interessant. Ey, das muss ich... Im Winter, aber Christen... Ey, pass auf hier. Außerdem dient es im Winter als Frostschutz für Monos. Ah, oh, okay. Kannst du mal Frostschutz im Action kaufen, Alter. Und damit die Schnur aufspulen. Im Eimer kippen, weißt du? Geil. Ja. Das muss ich mir mal besorgen. Dass du nochmal Christen benutzt. Ich überlege, ey, früher Christen Merlin. 12 Lips oder 15 Lips. Ja, ich weiß auch noch, wo Snakeskin und Snakebite rauskam. Geil. Das allererste ummantelte Material, was es überhaupt gab. Ja. Und dann kam Mantis. Ja. Das auch noch mit der Heuschrecke. Ja. Und Mantis war ja so super dünn. Nein, eine Dingens war da drauf, eine Gottesanbeterin. Ja, genau. Also keine Heuschrecke? Mantis. Okay, sorry. Aber Mantis, was ist das beste Vorfahrmaterial, was es jemals von Christen gegeben hat? Das stärkste auf jeden Fall Quicksilver. Ja, Quicksilver Gold. Ja, das war brutal. Ja, Gold habe ich nie gehabt, aber das normale Quicksilver. Ich glaube, eine Spule hat wie viel gekostet? 40 Euro oder was? 10 Meter. Da war wirklich, da hast du geguckt, oh ja, warte mal, die darfst du nicht so viel überstehen lassen, das sind 30 Cent. Boah, Verschnitt, Scheiße. Ey, aber da konntest du einen mit aufhängen, ne? Das war Material, Alter.
Aber ich jetzt mal gerade, wo wir bei dem Thema sind, noch ganz kurz reinwerfen will, wo wir mehrere Folgen über dieses Bomben geredet haben. Mhm. Und zuletzt haben wir ja, war dann ja auf einmal der neue Schrei, war ja, es hieß ja immer erst 3 Wicklungen, Schlagschnur auf der Rolle zum Bomben und dann hieß es ja jetzt 8. Warum? Und dem hat jetzt einer geschrieben, weil wir haben ja uns in dem Podcast selber noch gefragt, warum denn auf einmal 8? Und der hat eigentlich eine ganz clevere Antwort gehabt. Der hat mir geschrieben, dass die Route immer ein bisschen nachwippt. Und der Knoten soll erst dann durch die Ringe flutschen, wenn die Route wieder gerade ist. Und aber das macht Sinn, weil durch dieses Wippen kommen auch manchmal diese Verwicklungen, dass sie da um die Spitze drum geht und kapauz die Bomb um die Ohren fliegt. 8 Umwicklungen. Also 8 Wicklungen auf der Rolle. Und das war dann, ne, klar, du wirfst, die Route schwankt kurz, die Spomp-Routen oder sag mal Spot-Routen sind dafür gemacht, dass die schnell wieder gerade stehen. Ausgangsposition, genau. Ja. Aber wenn du halt natürlich den Knoten sehr weit vorne hast, hast du oft, wenn die im Wippen ist, dass der Knoten noch durchgeht. Und das kann dann für eine Irritation, würde ich jetzt mal sagen, sorgen. Mhm. Und das klang für mich nach einem ganz guten Argument. Ja, klar, wenn der Knoten durch einen Spitzenring durchgeht, in dem Moment schnellt er nach oben und dann nach unten. Genau. Ah, das habe ich ja mein auch. Ich habe ja dann noch, also ich fische da eine 55er mit einer 66er Schlagschnur noch vorne dran, ne? Ja. Und mit einer 66er? Ja, ja, 66er Schlagschnur. Krass. Wo kriegst du die krummen Zahlen her, ey? Schmiedes trägt Zwischengrößen. Ja, ja. Ja. Auch bei der Unterhose. Ja, genau. Unter XS gibt es halt nichts. Aber Zwischengröße. Genau. Ja, nee, besser als Damenunterwäschesucher. Mit Eingriff. Aber fand ich eine interessante Erklärung. So, das macht Sinn. Aber ne? Das werde ich auch mal probieren, weil ich weiß gar nicht, so 8 Umwicklungen habe ich schon drauf. Aber nicht deswegen, sondern weil ich halt denke, ich brauche ein bisschen mehr, weißt du, damit ich ein bisschen noch mehr Schutz habe. Ne? Ja. Weil ich habe ja zum Beispiel beim normalen Angeln auch die Schlagschnur immer sehr lang, also doppelt so lang wie tief. Das heißt, wenn ich auf 10 Meter angel, habe ich so 20 Meter Schlagschnur drauf. So, weil zu viel, zu wenig Schlagschnur gibt es eigentlich nicht. So, ne? Aber ich sag dir das hier mit diesem Creased Lightning, ey, das würde ich mal ausprobieren. Das finde also ich. Wir haben das früher benutzt, wo das rausgekommen ist. Maui, das ist 30 Jahre her. Ich kenne das, seit ich angefangen habe, Karpfen zu angeln. Gibt es das Zeug? 100% ist das 30 Jahre her. Da gab es noch Boogie und so. Ne? Boogie war das Zeug, wo du so Hanfkörner mit um so einen Korbball drum machen konntest, ne? So ein Kleber. Genau, so ein Hanfkörnerkleber. Ach, geil. Stimmt, das sah dann aus wie so Granolas oder so. Ja, ja. Dann hast du es wie ein Boilie eigentlich aufgefädelt. Ja, ne? Ja, nee, du konntest das auch um so eine Korkkugel drum kleben. Ja, das war wie so ein Teig dann, also wie so ein fester Teig, ne? Aber dieses Creased Lining, weiß ich noch, ich habe jetzt eben nur mal das überflogen, die sagen, das sollst du mit dem Tuch so auftragen. Ich weiß noch, wir haben das damals einfach auf die Spule so drauf gespritzt. War das eine Sprayflasche? Ich meine, das wäre eine Sprayflasche. Oder nee, das war so ein Tropfen-Ding. Ich habe in meinem Kopf, das war wie hieß es, Klinik? Dieser Desinfektionszeug von denen. Okay. Das waren, glaube ich, dieselben Flaschen. Ich meine, das wäre ein Spray gewesen. Ich weiß aber auch nicht mehr. Doch, wo du so ein bisschen drücken konntest und dann ist das rausgetropft. Wo oben so ein Dosierer quasi, so ein Push-Dosierer. Aber wird mich echt nichts zum Sprühen, so. Nee, nee. Sondern sowas zum Tröpfeln. Also ich meine, jetzt da, wo ich angel, ich meine, da würden echt, wenn ich 5 Meter weiter werfen könnte, würde ich, glaube ich, mehr Fische fangen. Ja. Meinst du ernsthaft jetzt? Ich bin davon überzeugt. Wenn aber das du könntest ja auch einfach alles mit der Rupen im Boot legen. Da hat man da einmal tief durch. Könnte ich schon, ja. Aber ich meine, wie schnell hast du eine Rute wieder rausgeworfen, weißt du? Ah, werfen ist schon geiler, machen wir uns nicht. Also ich liebe es, mit dem Boot abzulegen, aber werfen, Marian, wenn werfen funktioniert, ist es so praktisch. Wenn man werfen kann, sollte man werfen. Jetzt kommt er wieder so! Der Scheiß kannst du. In seinem Leben noch keine Rute abgelenkt, drillt hässlich, Alter. Ja. Jetzt wenn man werfen kann, soll man werfen. Geil. Was hast du denn da? Tornado. Was ist Tornado? Beikonsum. So ein Dampfding. Hat Nico Tsikoros mir klar gemacht. Ist scheiße. Das sieht doch aus, als würdest du mal eben schon kommen. Das würdest du an so einem riesigen USB-Stick nuckeln. Ja, ist total behindert. Also diese Dampfdinger sind total behindert. Macht aber es weil nicht. Wir jetzt aus Nächstenliebe gegenüber Peter Schwedes nicht rauchen, habe ich hier so ein bisschen ist, so Dampfer. Von Capital Bra oder was? Hä? Das ist voll behindert. Es ist ja total schmeißt das Zeug weg, ey. Ja. Widerlich. Ist es. Ja, also auf jeden Fall, Schnur liegt zu Hause. Der Sura, widerlich. Der saugt da dran wie eine Profession. Naja. Ja, wie Dolly Bass an der Banane, ey. Also ich werde die Schnur mal aufrollen. Und wisst ihr, was ich auch nie gemacht habe? Beim Schnur aufspulen, die Schnur in einen Eimer getan, weißt du, in Wasser. Noch nie. In meinem ganzen Leben noch nicht gemacht. Immer. Echt? Aber was bringt das? Ich noch nie.
einfach, die spulen einfach vernünftiger ab, weil du halt ein bisschen mehr Druck hast auf der Schnur. Wenn die einfach nur liegt, dann wickelst du mit zu wenig Spannung die Schnur. Aber ich mach das einmal mit dem Handtuch, halt das fest. Dann mach ich noch zu. Ich wickel immer zwischen die Finger. Aber das bringt wirklich was? Ja, ich finde schon. Aber dann probier ich das mal aus. Hab ich aber schon gemacht. Also bei geflochtener auf jeden Fall. Ja gut, da bin ich raus. Aber der Tipp ist doch, du legst das in einen Eimer Wasser rein, nimmst einen Deckel von dem Topf, wo dieses kleine runde Loch drin ist. Ja, das und das habe ich auch schon gesehen. Ja. So, damit das halt rausfällt. So ein Nadelöhr quasi. Ja, das hat sich aber bei mir auch schon ein paar Mal voll verhakt. Und dann hast du nämlich, wenn sich dann nämlich die Spule irgendwie verhakt mit dann der hast du ein Schnur, Problem mittendrin, ja, ne? Ja, das ist voll behindert. Du bist rum. Ja, ja, ist rum. Aber ich will es jetzt mal richtig machen, ne? Weil ich habe das eigentlich, du hast ja oft, wenn du geflochten hast und hast so die 200 Meter, die du nie benutzt unten drunter, die sind dann so gewellt. Habt ihr das auch schon mal gehabt? Auch da muss ich leider sagen, ich angel nur mit Mono, kennst bin du ich das? Raus. Nee, wie meinst du? Also du sag mal, wenn, in der Regel benutzt du ja nur die ersten 100 oder 150 Meter, auch wenn ja. du jetzt mal im Boot rausfährst. Und wenn du dann in Frankreich bist und ziehst die Schnur mal leer, weißt du, auf keine Ahnung, 400 Meter, dann siehst du auf einmal unten drunter die Schnur, die dann halt so gewellt ist. Weil die, glaube ich, einfach nie beansprucht wird. Weil die nie beansprucht wird und oben drüber der Druck halt immer ist, ja, weißt genau. du? Und ich glaube, die drückt sich platt unten. Die drückt sich platt und ja. dann gibt das so Wellen. Ne? Dann, ah, ja, ja. Macht Sinn. So, richtiges, ja, ja, doch. Hey, richtiges hey. Brain. Ja, hey. Hey. Mittlere Reife, Junge. Du meinst mittlerweile Reife. Mittlerweile Reife und mittlere Reife. Herzlich willkommen bei Ihrem Akademiker-Podcast. Hier sitzen nur Genies am Tisch. Aber ich glaube, wenn du das so mit, also wenn du das mit Wasser machst und mit diesem, also wirklich mit richtig Druck, dann sollte das eigentlich nicht passieren, ne? Habt ihr keine Angst, dass die Schnur so, drunter ne? vielleicht schimmelt, dann, wenn ja, die so nicht. Nass aufspult? Aber das Problem ist halt auch immer, und das hatte ich ja, als ich mir die SS9000 habe voll gespult, wenn du die ganze Zeit spulst, so, und der Arm wird immer dicker, so, und irgendwann denkst du so, boah, mal kurz Pause machen, ja. so. Die Spule im Wasser, die spult ja nach, die dreht sich ja weiter, das ist der Nachteil nämlich im Wasser. So. Dass du quasi im Wasser schon aufwickelst, während du oben nicht nachkurbelst? Nee, in dem Moment, pass auf, nochmal, Schwachkopf, hör zu. Du hast die Spule... Aber du hast jetzt einen Peter gemeint mit Schwachkopf. Ja, natürlich. Ich wollte es nochmal klargestellt haben. Du hast die Spule ja im Eimer Wasser liegen. So, hast ja. dann ein bisschen Wasserwiderstand, hast ein bisschen Druck auf der Schnur, hast dann den Lappen in der Hand und spulst auf. Ja. So, und idealerweise liegt die Spule ja nicht im Wasser, sondern die stellt sich ja auf und bewegt sich wie so ein Wasserrad. Ja. Okay? So. Mach dann so. Voll so. Ganze Wasserspritze immer. So. Und du spulst. Spulst. Genau. Die Spule squirtet. So. Jetzt pass auf. So. Warte. So. Und dann kriegst du einen Tennisarm. Und dann machst du einen kurzen Break. Kurz Pause. So. Dadurch, dass du ja Bewegung in der Spule hast, dreht die sich weiter. So. Und dann? Dann kann dir das halt passieren, weil die sich ja weiter dreht. Du aber aufhörst zu spulen, geht ja Schnur von der Rolle. Und überschlägt sich. Und dann legt die sich über die Spule. Du siehst das nicht, fängst wieder an zu spulen. Und dann donnert die hoch. Nee, und dann hast du einen Knoten in der Schnur. Ach so. Aber deswegen, also ich halte das auch. So, das hast du nämlich nicht, wenn du die einfach nur so, keine Ahnung, auf den Rasen legst. Ja, aber wie bei die den Frauen. Die squirtende Schnur. Das ist wie bei den Frauen. Du darfst einfach nicht aufhören, bevor sie fertig sind. Ich wollte gerade sagen, wenn der Arm geht. Egal wie weh es tut, du darfst einfach nicht aufhören. Sagen, wenn der Arm weh tut, wenn du da als. Egal wie weh es tut, das hör nicht auf. Ey, ja, aber habt ihr nicht auch schon, wenn ihr so, also jetzt mal unter uns dreien, wenn ihr so dran seid, dass du dann immer so die Hand so drunter, zur Unterstützung? Ja, genau. Und du merkst ja dann auch. Ja, klar, ich mach ja Mund. Schön, dass wir drüber geredet haben. So, okay. Ihr Schweine. Zum Glück können die Zuhörer jetzt nicht zuhören. Ich wollte gerade sagen, gut, dass das hier kein Videopodcast ist. Kannst du drin lassen. Super. Ja, super, ja, ich denke schon. Aber hey, wo wir jetzt gerade. Jetzt wieder. Wo wir jetzt bei dem Aufspulen sind, da würdest du auch Sinn machen mit diesem Creased Lightning, wenn das wirklich so gut ist, weil dann hättest du auch nicht das Problem, wenn du jetzt so, sag mal, die Schnur, die unten drunter ist, die verhakt ja auch oft. Ne? Wenn du zum Beispiel jetzt in Frankreich die Routen ganz weit rausfährst und die Schnur irgendwie sich verhakt, hast du ja manchmal, ne? Gerade bei Geflochtener, die sich dann halt so dazwischen legt, das dürftest du ja mit diesem Creased Lightning, wenn das da wirklich so gut ist, nicht haben, oder? Ich denke nicht, aber du musst. Kannst halt, das auch in das Wasser rein? Ja, aber machen, du musst oder? Mal so sehen, wenn du für die zwei, drei Stell Male. Mal so einen Liter. Ich will mal
Liter. Für die zwei, wenn du die Schnur drauf hast, so, und du beanspruchst immer nur 30-40% der Schnur. Ja. Und die zwei, drei Mal im Jahr, wo du sie halt komplett beanspruchst, glaube ich nicht, dass du da einen Unterschied merkst. Meinst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Wenn da irgendwie so ein Film drüber ist, der dann den Dreck abweist, also so abweisend ist, dreckabweisend ist, dann müsste das eigentlich gehen. Ich bin immer noch dafür, dass einfach jemand, der das schon mal benutzt hat, uns da mal Advices gibt. Grease Lightning. Angelt irgendeiner bei Christen? Hallo. Hallo, meldet sich mal einer. Haben wir Teamangler von Christen hier, irgendwie die zuhören? Ja, müssen wir mal abchecken. Jetzt sind wir voll auf diesen Ding hängen geblieben. Voll, ne? Ja. Wollte ich eigentlich gar nicht. Nee. Wir haben noch so viel vor heute. Aber Schwedes hat neue Rollen gekauft. Ja, genau. Und wisst ihr, was das Geile ist? Ich habe letzte Woche, habe ich mal in diesen Karpfenangler Facebook-Gruppen, habe ich mal ein Posting gemacht, dass ich halt noch eine GS 9000 suche, weil ich habe ja auch drei von den Million Max und hätte gern noch eine dritte. Und bin leider hier in Deutschland nicht fündig geworden, aber Peter Schwedes verkauft mir seine. Ja, 300 Euro. Nee, du hast 250 gesagt pro Rolle. guck mal, hat er gesagt. Wie er wieder nachverhandelt, ja, hier, ne? Ja. Ne? Hast du sie schon? Nö. Ja, also, hast du eine Drohne? Ja, nee. Ja. Hast du eine Drohne? Ich hab schriftlich. Ich wollte gerade sagen, komm, ich will nicht mit dem Karton. Das Drohnenthema, ne? Da kommen wir zur Weihnachtszeit nochmal zu, Kollege. Ja, können wir. Ja. Ja, gut. Weihnachten bin ich im Urlaub. Weihnachten ist im Urlaub. Ja. Schön. Ja, gut. Bei allem Schmiermittel. Gleitmittel. Bei allem Gleitschmier und WD-40. Mir ist ja gerade noch was hier in den Sinn gekommen, ne? Ihr zwei Rattengesichter. Was ist eigentlich, ihr habt doch noch irgendwie was zu erzählen. Ihr habt mich ja letzte Woche, habt ihr mich hier am langen Arm, habt ihr mich verhungern lassen. Ah, es hat noch Zeit. Ja, nee. Ihr habt gesagt, in dieser Folge werdet ihr das aufdecken. Haben wir in der Folge davor auch gesagt, aber, also von daher. Ja, vielleicht, aber wir müssen ja immer noch so ein bisschen probieren, so einen Zeitplan einzuhalten. Wir müssen das schon hier in der Folge machen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal, wir machen erstmal eine kleine Pause, ne? Alrighty. Am Arsch, bis gleich. Bis gleich. Die Angelzentrale Herrieden, das Traditionsfachgeschäft für Karpfenangler. Hier findest du neben einem riesigen Sortiment und wechselnden Top-Angeboten auch einen exzellenten Service und eine professionelle Beratung zu allen Fragen rund um die richtige Ausrüstung zum Karpfenangeln. www.angelzentrale.de. Weißt du, was Karpfos rückwärts gesprochen bedeutet? Wir auch nicht. Aber wir machen verdammt geile Boilies. www.karpfos.de. Tough Cases. Perfekte Transportkofferlösungen für deine Outdoor-Einsätze. Unverwüstlich, robust und absolut wasserdicht. Egal ob teure Kamera, empfindliche Drohne, Laptop oder deine Angelpapiere. Tough Hartschalenkoffer schützen deine empfindlichen Ausrüstungsgegenstände vor Nässe, Staub und Erschütterung. www.tough-case.de. So, wir sind zurück aus dem Break. Das ist so. Hier ist das so. Super so. Was ist los? Also, was wir haben so viele Themen wollen. Noch heute auch überhaupt eingespielt. Ja. Also was wir dir erzählen wollten. Ach, fällt mir gerade noch ein. Nash Austria hat jetzt auch einen neuen YouTube-Kanal. Habt ihr schon gesehen? Nee. Ist mir gerade eingefallen. Kohlen. Jetzt, seit Wochen schläft er nicht mehr. Aber jetzt gerade, da habe ich direkt wieder einen Geistblitz, wo du gerade saßt mit Nash, ne? Habt ihr die Tage das Video gesehen von denen? Wo der einschläft und träumt, dass er die Firma übernimmt? Ja. Ey. Das ist so also, gut. Das ist so gut. Nash, muss man sagen, Leute, egal wer das geschnitten hat, wirklich, das ist Weltklasse. Ey, alleine. Das ist doch schon eine schauspielerische Leistung. Ja, ich wollte gerade auch alleine so diese Time Magazine-Titel und die sie da reingebaut haben und so, ne? Ey. Richtig lustig. Also, die haben sich wieder richtig Mühe gegeben und es ist so gut. Ja. Da muss ich wieder ein bisschen an das Video denken, wie Kevin damals das Alien ausgebuddelt hat mit neuen Bissanzeigern und so, ne? Also, es ist wirklich sehr professionell produziert, mit so einem Augenzwinkern und so. Also, es ist wirklich einfach unterhaltsam. Aber das ist doch die Werbung von diesem Blanket Heat, also von dieser Heizdecke da, ne? Für die Liege. Genau. Das ist doch die Werbung, genau. Nee. Sicher? Die haben zwei.
Ist, nee, ich meine, ich habe die letzten Tage, ich hatte dieses Video, hatte ich ja gepostet bei uns, wo der eine meint da, er wird voll der Superstar bei Nash und übernimmt die Firma und so. Aber die hatten jetzt die Tage, hatten die auch noch ein Video gedroppt, wo einer, auch mit so einem professionellen Einsprecher, wo so eine Drohnenaufnahme ist, die so langsam über den See fliegt und immer näher zum Zelt und der liegt da und dann spricht er halt auch so von wegen so, ja, und eigentlich müsst ihr jetzt einpacken und zu Hause erwartet dich das und die Arbeit ruft und aber du willst eigentlich gar nicht und das ist, meine ich, die Werbung mit dieser, ja? Mit dieser Wahrheitsbande. Aber die war auch mega. Aber ich, also ich, Werbung hin oder her, aber an dieser Stelle wirklich Nash. Das macht ihr wirklich geil. Also ich hab mir jetzt auch die Heizdecke wieder ins Auto gelegt. Ich wollte es auch mal einbauen. Wollte eigentlich auch mal gucken, ob das bei mir funktioniert. Dass du so träumst? Ja, ja. Dass du der Chef von Carpi bist? Ja, ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, aber ich glaube schon, dass... Ich meine, es ging schon auch um die Heizdecke. Bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest so sicher, wie ich mir jetzt gerade hier sein kann, ohne nachzugucken. Auf jeden Fall. Aber geiler genau, Output. War sehr, sehr geiler lustig. Output. Aber trotzdem nochmal... Und jetzt die Österreicher haben jetzt einen eigenen Kanal, oder was? Ja, genau. Österreicher haben einen eigenen YouTube-Kanal. Von Nash, also da nochmal gesagt, weil auch Nash in Österreich auch extrem stark ist, ne? Haben wir ein starkes Team und haben einen YouTube-Kanal. Haben einen YouTube-Kanal, schön. ich habe gerade den Faden verloren, wie man merkt. Ey, der arme Marian, Alter, wir halten dich schon so lange hin. Aber, Marian, aber komm, jetzt erzählen wir das. Ach ne, guck mal hier. Was oh, hier liegt. Ach, Carpi Fokus. 9. Ausgabe, 103. Ihr seid so spastisch. Ich lebe mich jetzt zurück. Ja, mach mal. Hör mal zu. Ihr könnt jetzt labern, ich warte jetzt nur noch. Da, das dauert. Ja, okay. Ja, okay. Fangen wir mal mit dem Vorwort an. Wir lesen jetzt die ganze Ausgabe vor. Ich lese es einfach mal vor. Nein, Quatsch. Fangen wir mal mit dem Vorwort an. Geil. Nee, Kai wieder in seiner unverwechselbaren Art redet über das Vorwort oder redet über das Thema so, ja, was soll ich denn schreiben, ne? Und sagt so, ja, das heißt frischer Wind, ne? Wenn du immer das Gleiche machst, wirst du auch selten ein Thema finden, worüber du schreiben kannst. Nur wenn du halt dich veränderst oder dir halt mal was Neues ausdenkst oder was Neues machst, Gewässerwechsel oder wie auch immer, dann wirst du wahrscheinlich die Erfahrung oder sehr wahrscheinlich die Erfahrung haben, dass du über irgendwas, über irgendeine Erkenntnis halt schreiben kannst. Aber wenn du jedes Wochenende auf die drei Spots deine Routen fährst mit dem Futterboot und dich dann da hinsetzt und Freitag Kescher-Challenge machst, okay, darüber könnte man schreiben, ha? Aber wirst ja, du wahrscheinlich keine Erkenntnisse haben, keine neuen Erkenntnisse. Ne? Da finde ich schon wieder gerade direkt sehr interessant, weil ich ja, wie ihr wisst und auch die geneigten Zuhörer wissen, die es ja so viel Gewässerhopping gemacht habe und auch gesagt, was ich total geil finde, in neue Angelsituationen reinzukommen. Ne? Mhm. Mal wieder hier Distance Sticks ablenken und neue Gewässer und dass du einfach aus seinem Angelschema rauskommst, finde ich sehr interessant. Und das dann kommst du wieder an den Punkt, wo es auch Spaß, also mir macht das richtig Spaß, auch jetzt so mit diesem Spompen und mit Markerroute und so, weil ich ja jahrelang, ich habe ja teilweise Jahre gehabt, wo ich nur an See mit Boot geangelt habe, irgendwann verlernst du auch das Werfen, also zumindest das Weite und präzise Werfen und so. Ne? Da ist ja alles eine Übungssache. Ich meine, alleine das, ein Boot benutzen. Ich glaube, es gibt so viele, die Karpfen angeln und selten, vielleicht sogar noch nie, Routen vom Boot abgelegt haben. Ja, so. Ja, ja. Ich erinnere mich ganz kurz, als ich damals mit Jan Ulag zusammen angeln war und ich das erste Mal ein Boot benutzt habe zum Routen ablegen und bei einem Biss ich ins Boot rein bin und mich erstmal nur gedreht habe wie am Autoscooter. Den machst du doch heute noch. So, weil ich meine heute, ne, du weißt ja, du kannst ja quasi durch Halten der Route links und rechts das Boot ja lenken durch den Druck, ja, der halt am anderen Ende entsteht. So, ne? Und da, ich weiß noch ganz genau, ich setze dieses Boot. Das ist wie im richtigen Leben. Und drehe mir erstmal nur wie so ein Trottel, ne? So. Aber das ist ja das Schöne beim Angeln. Ich glaube, egal wie lang und exzessiv wir das halt betreiben, neue Situation, du lernst nie aus. Total und geil. Und selbst wenn du Schema F jedes Wochenende gleich hast, kommt auf einmal jemand dazu, mit dem du zum Beispiel noch nie angeln warst, der macht irgendwas anders, du guckst und denkst so, hä, was macht der da, wie baut der das Rig oder was ist das für ein Rig, habe ich noch nie benutzt und. Du lernst nie aus. Und das macht einfach Angeln einfach nie langweilig. Ja, ganz genau. Ja, also ich glaube, mir geht es so, weil ich halt ein schlechter Angler bin, deswegen lerne ich auch nie aus. Also ich kann ja immer irgendwas erzählen. Ich mache ja fast immer das Gleiche, aber irgendwie der passiert macht immer macht was. Doch viel, sagen, macht auch viel falsch. Hässlich drillen, Fische schlitzen. Ja, also ich mache ja alles falsch. Ja, ja. Also das Nächste, wo wir uns auf jeden Fall mit dir noch zusammensetzen werden, ist halt, was Knoten angeht.
Das machen wir mal. Das muss ich mir von dir sagen lassen. Das kannst du dir von mir sagen lassen. Und dann ist schon schlimm genug. Und dann ist schon schlimm genug, dass der Sucher die was über Knoten erzählen muss. Von jemandem, der mit der Sauglocke geholt wurde, dann lassen wir nichts erzählen. Ey. Das kannst du. Das kannst du. Da bin ich aber gespannt. Ich glaube, da machen wir auch wieder ein YouTube-Live-Video, wo du mir Knoten erklärst. Ich weiß noch, wie ich dir das D-Rig erklärt habe und du hast 2 Tage lang gebraucht, dass du den Knoten richtig rumgemacht hast. Whipping Knot, ne, Maria? Ja, ja. Wie? Whipping Knot. Letztes Mal auch in dieser Folge, ich hab das gar nicht verstanden. Ja, der Peter meinte, das war geil. Ich sag Whipping Knot und der Peter sagt, nee, wir wollen nichts Chinesisches bestellen. Das war auch sehr lustig. Der Whipping Knot. Ja. Also, gut. Aber wir waren ja beim Carp in Focus. Ich wollte gerade sagen, wir müssen mal ein bisschen beim Thema bleiben, also, weil sonst wird das hier wieder endlos. Oh, guck mal hier. Wir haben gleich eine Verlosung. Super. Ach, guck mal hier, aber jetzt mal ohne Witz, was für 3 Lichtgestalten. Der Peter Schwedes auf dem Foto hier ist eine einfach geil Müllsammel-News. Und da hält der ja den Fisch, den man nicht mehr aussprechen darf. Genau, der Fisch, dessen Name nicht genannt werden darf. Wir nennen ihn einfach Voldemort. Du meinst der Jubiläum? Ich meine Jubiläum, genau. Jubiläum. Aber wie geil, er guckt gerade. Ne? Ne, der weiß, der darf nichts sagen. Ja, aber das und alle Hörer denken gerade so, boah, bitte nicht. Aber ich hab's versprochen. Er hat's versprochen? Ach, nee, aber das suffisante Grinsen finde ich geil. Und da hat er auch, hast du dir verdient, Peter. Oh, wer ist das denn? Also, ich weiß, dass ihr beide habt noch nicht reingeguckt. Ich bin der Einzige, der reingeguckt hat. Deswegen erzähle ich euch ein bisschen. Ich hab's durchgeblättert, aber ich habe wirklich noch nicht wirklich, ich hab nicht ein Wort gelesen, gebe ich zu. Absolutes Highlight, absolutes Highlight. Habe ich absolutes Highlight schon mal gesagt? Kommt jetzt ein absolutes Highlight? Das Highlight dieser Ausgabe. Deswegen sollte sie sich verdammt nochmal jeder holen. Okay. Weil the one and only, einer meiner größten Idole, die ich jemals beim Karpfenangeln hatte, den Marian Sucher. Werde ich jetzt so angekündigt hier? Er hat mich genannt. Und Meta Maui. Okay, danke. Ist ein Interview mit Klaus Prix. Ah, Klaus ist einfach. Geiler wirklich? Typ. Also ich muss sagen. No homo, geiler Typ. Menschlich 10 Punkte. Ja. Anglerisch 10 Punkte. Am Glas auch stark. Am Glas 20. Bacardi Klaus. Ja, also bei dem passt auf jeden Fall der Spruch nicht. An der Theke die 1 und im Leben versagt. Auf jeden Fall nicht, weil er ist echt ein geiler Typ. Ja. Ey, die Bilder, die auch hier drin sind, das sind alles Bilder, die das war eigentlich so auch mit ein Grund, wieso wir dieses Buch Zeitreise gemacht haben. Weil das sind so epische Geschichten gewesen vom Lac du Charme. Vom krieg ich jetzt hier Gänsehaut. Vom Cassien und alles Mögliche. Und er schreibt ja auch da drin, dass wir ihn ja auch darauf angesprochen haben. Wir werden ja auch erwähnt und so. Ne? Das ist halt, das ist geil. Ist wirklich, also, weil ich habe mir den Klaus, ich habe mir das aufgesogen, wie das früher im Blinker war und sonstigen Artikeln. Und das freut mich, dass der jetzt hier nochmal ein Interview hat, weil dieser Mann braucht auf jeden Fall eine Bühne. Das hat er sich bis an sein Lebensende verdient, dass er immer noch vorne mitspielt. Und ich habe sogar noch die Tage mit ihm telefoniert, ist gar nicht so lange her. Und mit Klaus telefoniert ist auch immer super lustig. So, ne? Der haut ja auch immer Dinger raus. Das ist, den kannst du nur mögen. Also, Klaus, du wirst unser Podcast-Gast. Ja, das sollten wir mal machen, oder? Das sollten wir mal machen, hey. Ja. Da soll er mal die Geschichte erzählen, wie sie in 1980 an Salagu gefahren sind, hatten nur einen Schirm und 2 Klappstühle dabei für 2 Wochen angeln. Die Geschichte muss er mal ganz genau erzählen. Das ist schon männlich, ne? Da musst du wollen. Da musst du wirklich wollen. Und da kommt hier Sucher bequem um die Ecke. Ja, wo kann ich denn mit meinem Camper hinfahren? Ja, Junge. Auch noch interessant. Ah, aber geiles Foto auch vom Kai da. Ne? Ja, ja. Ich muss also wirklich sagen, ich finde das wirklich geil. Kai Sinnwold ist ja auch wirklich einer der wenigen, der halt noch viel auch mit Schwarz-Weiß rummacht. Und mittlerweile, ich habe so oft, wenn ich irgendwie Bilder bearbeite oder so und die dann mal auf Schwarz-Weiß setze, ja, dann denke ich immer so, ich weiß nicht warum, entweder man liebt es oder halt man hasst es. Die haben sowas Episches da. Ah, Schwarz-Weiß. Es muss halt also passen. Je nach Motiv sieht ein Schwarz-Weiß-Foto so geil aus. Aber was du eben meinst, dieses Schwarz-Weiß-Bild vom Kai Sinnwold ist ein Bericht von Kai über Luftdruck. Mhm. Ja, und ich meine, wir sind da auch gleicher Meinung. Lest euch das mal durch. Sagt er auch Scheiß drauf. Ja. Also ich kann so viel sagen. Scheiß ich habe drauf, bis gestern am See gesessen, aber da kommen wir gleich noch zu. Und jetzt zum Wochenende hin ist der Luftdruck so in den Keller gegangen. Wind, Luftdruck, geisteskrank unter 980. Und ich habe nur gedacht so, okay, wenn irgendetwas an diesem Thema dran sein soll,
dann muss das jetzt hier scheppern. Dann schwimmen die auch freiwillig in den Karpfensack rein. Und ich sag euch, fuck you. Bei mir war es leider Gottes ähnlich, aber dann habe ich auch eine Erklärung bekommen vom Kollegen, der meinte, zu schnell gefallen. So, kannst du drehen und wenden wieder. Ja, okay. Ja. Oh, scheiße, woran meine Nase blutet. Ja, zu schnell gefallen. Ja, woran hattet ihr Lehen? Woran hattet ihr Lehen? Okay. Ja, das die ja dann noch ein interessanter Artikel von Piet Vogel. Boah, der Holländer, Junge. Auch, also holländisches Original über Schnüre. Er stellt dann natürlich seine eigenen neuen Schnüre vor. Okay. Zufall. Vielleicht kann ich ihn auch mal nach den geflochtenen Schnüren fragen und nach Crease Lightning. Vielleicht benutzt er das ja auch, der alte Holländer. Ja. Ja. Geil. Schön. Was ist mit Steinbrück? Steinbrück drin? Nein. Aber Steinbrück nicht. Nee. Tobi, aber hier ist, guck mal da, die Annonce hier. Infiziert. Infiziert, was ist das? Ein tolles Buch. Da, hier, boah, ein Marvin Klinker noch, Futterboot an, Gehirn aus. Also ich glaub, hat aber nicht ganz unrecht. Aber so, das macht der Sucher jedes Wochenende. Aber, also ja, jetzt nicht jedes Wochenende, aber im Moment ja verstärkt. Ja, der macht nur Futterboot an, Gehirn ist eh aus. Ey, aber ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Schwedes, du sagst das jetzt so für Santo Pimmel, aber... Ne, du gehst auch nur noch mit dem Fubo füttern. Ich kaufe mir auch bald eins. Ja, am Main fütter ich nur noch Fubo. Ja, Alter, Fubo ist einfach Leben. Ich kaufe mir auch bald eins. Geil. Weil jetzt habe ich ein Gewässer, wo ich es gebrauchen kann. Ich habe die ganze Zeit gesagt, ich weiß nicht wohin damit, aber jetzt brauche ich auch eins. So, also, hast du nach der Ostdeutschen Schreibmaschine gefragt, nach Tobias Steinbrück. Ist der ist nicht in der Ausgabe drin, aber in der Vorschau. In der Vorschau, immerhin. Ja. Für die nächste. Gartenarbeit. Ja, guck. Gartenarbeit nennt sich das. Was auch immer er uns damit sagen will. Ja, Hecke Schneide halt, ne? Also. Eine komplette Ausgabe, auf jeden Fall lesenswert, alleine wegen diesem Interview. Ja, wirklich. Klaus, Mann, also besser. Klaus Prix ist der Idol. Billy Idol. Billy auf Idol Garfishing. 103. Ausgabe, Cup in Fokus, Kaufempfehlung. So, was haben wir denn noch? Du, ich weiß nicht, so viele Themen, aber ich glaube, wir können den Marien jetzt wirklich nicht länger auf die Folter spannen. Aber Jungs, ihr spannt ja nicht nur mich auf die Folter, sondern auch unsere ganze Zuhörerschaft. Da habe ich sogar ein paar Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, wir haben die ganze Folge drauf gewartet, dass ihr endlich erzählt, was ihr mit dem Marian davor habt. Dann haben wir es nicht gemacht. Ja, ja, so. Ja. Aber apropos. Ne, nochmal ganz kurz, bevor ihr jetzt erzählt, was hier endlich Ambach ist, ne? Erzähl mir das nochmal eure Gläser. Haben wir noch einen Grund anzustoßen, oder was? Wir haben noch einen richtigen Grund, okay. Grund anzustoßen. Bist du Vater? Nein. Bist du schwanger? Nein. Nein? Was ist los? Vasektomie. Erstmal anstoßen. Warte mal. Prost. Wenn der Marian so anfängt, haben wir einen Grund. Wir haben letzten Monat die 50.000 Zuhörermarke geknackt. Deutlich geknackt. Deutlich. Prost. Ach, Prost. Wie angekündigt. Prost. Auf euch alle. Auf euch alle. 50.000 monatliche Zuhörer. Aber wenn ich so aus der Statistik, mir die Statistiken angucke, wenig Frauen, ne? Wenig Frauen, ne? Ja, noch. Groupies kommen noch. Aber gut, so. Weiter im Kontext. Jetzt, los, Trommelwirbel. Kommen wir zu Erzähl mal ganz genau. Los jetzt, erzähl. Maui, also, komm, erzähl du das. Ja, du wolltest es so, ich halte mich da raus. Ja, aber das Beste ist ich will damit wieder, nichts zu tun haben. Ich aber du bist meiner Meinung. Ich bin deiner Meinung, ich unterstütze das. Wir wollten das beide unbedingt machen. Stimmt. Und jetzt muss ich ganz kurz die Hörer abholen und auch den Marian. Und ich muss jetzt vielleicht noch ein bisschen um drei Ecken reden. Also, es gibt so ein Thema, was ich und der Peter ganz toll finden und der Marian ist da sehr kritisch gegenüber eingestellt. Das Thema kam schon mal vor anderthalb, zwei Jahren auf den Tisch, weil wir darauf angesprochen wurden. Und dann habe ich erst gedacht so, nee, das ist ja irgendwie, ich weiß nicht, ob das überhaupt ankommt, ob das überhaupt Sinn macht. Und ich und Peter haben aber direkt das Geniale an dieser Idee gesehen. Und Peter und ich. Ach, danke für die Danke, dass ich hier korrigiert werde. Nee, das will ich nicht. Hey, unmöglich. Auf jeden Fall hatten wir das Thema dann auch mal so in den Raum geworfen und der Marian war da, sagen wir mal so, nicht ganz so für zu haben wie wir beide. Und dann haben wir probiert, ihn so ein bisschen zu überreden und dann meinte er, nee, und das ist nichts und so. Und wir sagen beide, doch, wir glauben schon, dass das was wäre. Jetzt guckt er mich an, ne? Tut mir leid, Marian, aber wir müssen jetzt auch den Druck der Öffentlichkeit ein bisschen nutzen. Und bevor ich jetzt ausspreche, worum es geht und dann auch noch zu einem zweiten Thema, weil wir brauchen die Öffentlichkeit dafür, damit das funktioniert. Ja komm, jetzt sagst du, wir wollen eine eigene Boily-Range machen. Nein. Maui und Schwedes Bates und dein Name passt da nicht mehr so ganz. Ja, weil du fängst nicht so gut. Also pass auf, wir machen jetzt so. Weil weißt du, für mich passt das besser, ich bin ein schlechter Angler, ich brauche gute Baits.
Ich werfe jetzt gleich ein Wort hier in den Raum, nachdem wir dann, wir haben es ein paar Mal angesprochen schon beim Podcast und da kamen auch einige Nachrichten, aber ich muss jetzt auch dazu sagen, Marian, das ist jetzt so ein Soft-Op, also wir wissen gar nicht, ob das überhaupt stattfindet. Das ist jetzt erstmal nur ein Versuch und auch mal auszuloten, was vielleicht so, wie das überhaupt ankommt. Was? Live-Podcast. Yeah! So, und das bleibt jetzt da drin. Wir zwei wollen gerne mit dir zusammen einen Live-Podcast machen. Leute einladen, mit denen Party machen, die an unserem Gespräch beteiligen auf einer Bühne, danach eine schöne Party noch feiern und du musst halt einfach jetzt mit. Und wir nutzen jetzt diesen Bumerang hier in dem Podcast, damit du nicht mehr Nein sagen kannst. Aber pass auf, Marian. Du guck mal, wie der guckt. Nein, der hat auch recht, ne, weil er hat immer gesagt, nee, will ich nicht und so. Du musst es jetzt kurz sacken lassen und mich vielleicht ein bisschen das umkreisen lassen, aber bitte immer im Hinterkopf eine Sache behalten. Guck mal, der legt gerade hier so eine Rauchbombe, damit ihn keiner mehr sieht. Nee, der guckt mich auch gerade sehr böse an. Er hat aber, ich sag ja, das ist ein schwieriges Thema. Deshalb nutze ich jetzt den Druck der Öffentlichkeit. Ich sag mal so, ich würde nur im Hinterkopf, hör erstmal zu, weil das ist gar nicht in Stein gemeißelt. Wir gucken jetzt erstmal, ob es möglich ist. Ich würde nur im Hinterkopf behalten, wo der Peter Schwedes die Jogginghose nicht haben wollte, was ich mit seinem Postfach gemacht habe. Nee. Und das war, glaube ich, bei der ersten paar Folgen. Ja, okay, ihr wollt mich jetzt vor die Wahl stellen. Nein, entscheidet jetzt oder ihr spendet. Nein. Ich habe gesagt, hör nur einfach zu, nur im Hinterkopf behalten, da das vielleicht die letzte Waffe ist, die wir ziehen können. Ultima Ratio, sagst du. Also. Ja. Wir sind ja schon vor längerem darauf angesprochen worden. Da kam ja die Grundidee her, weil wir von uns aus niemals denken würden, dass da Leute dann abends da hinkommen und sich den Quatsch anhören. Aber das waren so viele Leute, die uns darauf angequatscht haben. Und nachdem ich das ein paar Mal im Podcast angesprochen habe, kamen immer wieder Nachrichten, auch dann oft von Leuten, die sagen, ey, ich habe jetzt erst angefangen, das zu hören, in Folge sowieso, habt ihr das mal kurz angesprochen mit so einem Live-Podcast, das wäre doch total geil. Und ich glaube einfach, oder wir, Peter und ich, der Hauptantrieb ist, dass ich mir 100% sicher bin, dass das unfassbar lustig wird. Vor allen Dingen, wenn die Leute sich so beteiligen. Ja. Hörerfrage, weißt du, direkt aus den Können die auf die Zuschauern Bühne holen, picken. Die Kapikätzchen bringen Schnäpschen. Ja. Oh, der fühlt sich jetzt ein bisschen übertölpelt. Ne? Guck mal, das Schlimme ist, ja, also pass auf. Der guckt wie so ein Dackel. Nee, war jetzt ja auch, wir hätten es ja auch eigentlich schon unter drei Augen nochmal besprechen können. Sogar, jetzt mach hin, wir wollen jetzt weitermachen. Nee, es gibt ja nochmal... Willst du noch ein bisschen drauf rumdenken? Nein. Weil ich sag mal so. Wenn Interesse besteht. Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe ja echt gedacht, ihr spannt mich so lange auf die Folter und dann kommt jetzt... Ist enttäuscht. Keine Ahnung. Eine Drohne. Nee. Ach so. Oder Flugtickets nach Malle, die schon gebucht sind für nächstes Jahr zum Opening. So was habe ich ja eigentlich gedacht. Ne? So eine richtige Surprise. Ja, du hast aber ein bisschen das Thema Angst. Live-Podcast, das haben wir ja wirklich schon oft gehabt. Und ich muss auch ehrlich an dieser Stelle hier sagen, so, ich habe mich wirklich, oder ich streue mich eigentlich davor, weil ich immer gedacht habe, so, boah, ich weiß nicht so richtig. Du streust, ne, dich davor. Ich streue mich. Streub, ja, ich kann das. Ja, ich so, ich streue mich ein bisschen vor, so, ne. Und denke mir halt so, wow, ja komm. Würdest du mitmachen? Ah, jawohl! Alle hopp. So, cheers. Prost. Beschlossen. Ja, beschlossen. Prost. So, jetzt ist halt nur das Ding. Aber nur, weil du mich mit den Kapikätzchen gerade gekriegt hast. Ja, siehst du? Und weil ich halt sagen muss, ich glaube tatsächlich, dieses Interaktive... Das wird lustig. ...mit halt Zuschauern, wenn die Nachfrage da ist und die Leute wirklich sagen so, okay, wir gucken uns euren Quatsch da mal live an, dann kann das ja nur lustig werden. So. Und jetzt lass mich, danke, dass du jetzt schon zugesagt hast, weil ich wollte dir noch kurz die Chance geben, drauf rumzudenken. Lass mich jetzt noch ganz kurz da durchgaloppieren, das ist nicht so einfach. Also als allererstes schon mal, ob das stattfindet oder nicht, wissen wir noch gar nicht, weil das machen wir schon davon abhängig, ob die Leute das wollen oder nicht. Weil wenn wir am Ende da vor 30 Leuten sitzen, bringt uns das ja auch nicht weiter. Jetzt ist die Frage, wann? Ja, irgendwann diesen Winter. Wo ist das große Thema? Wie ist auch... Ist alles nicht so einfach. Also sagen wir mal, das hintenrum ist alles durchgeplant. Schon hier in meinem Brain. Wir müssen nur gucken, wo wir das machen. Also, ich war zum Beispiel, wo ich beim Felix Pinedo und dem Basti auf dieser Kinotour war. Mhm. Da habe ich ja schon da lange drauf rumgedacht und habe die da mal gefragt, was kostet so ein Kinosaal? Weil du hast Sitzplätze, du hast eine Leinwand, du hast Sound, ist eigentlich alles da. Aber so ein Kino ist stinkend teuer. Also so teuer, dass ich nicht glauben wollte, wie teuer das ist. Wir mussten kurz hier eine kleine Unterbrechung einfügen. Der Herr Manecke, aka Gonzo von Carpfos, hat gerade angerufen
und hat noch eine ganz wichtige Ansage für uns gehabt. Genau. Und zwar, wir hatten ja das Video schon mal, glaube ich, gepostet oder wir haben schon mal im Podcast drüber gesprochen. Gesprochen haben wir schon mal drüber, ja. Da hat er den Kaugummiautomat mit den ganzen Unterschriften von Peter Schwedes. Maurice Kaulbach, Maurice Kansura. All die Lichtgestalten. Wer ist das? Nein. Also wirklich von allen oder fast allen bekannten Anglern, die haben ja in Den Bosch da drauf unterschrieben, soweit ich weiß. Ne? Ja. Und den will er ja für guten Zweck für das Kinderhospiz in Osnabrück dann verlosen. Man kann ab Anfang nächster Woche Lose kaufen. Bei ihm, ne? Bei Carpfors. Ja, genau. Und aber auch auf der Wallau-Messe, dann auch bei uns. Und bei ihm am Stand auch. Und der wird Samstag Nachmittag verlost. Wird er verlost. Genau. Ja. Also Gewerbetreibende, wie war es, 5 Euro und privat 2 Euro das Los. Genau. Aber denkt dran, es ist für den Kinderhospiz. Ja. Und nochmal ganz kurz, ich habe mir nämlich jetzt gerade, weil du jetzt wirklich ja nur angeschnitten hast, wer da drauf ist, also eigentlich hast du ja nur arroganterweise unseren Namen genannt. Und Alan Blair. Und Alan Blair an dieser Stelle. Alan, hey, remember me, I'm the man with the batteries. Big Container Business. Big Container Business. Nein, aber ich habe mir jetzt gerade mal hier vom Gonzo die Liste aufgerufen. Der hat er mir nämlich mal WhatsApp geschickt. Also unter anderem sind da noch dabei Alan Blair, Mark Fosen, Ronny de Grote, Christopher Paschmanns, Frank Schmidt, der Gio von Monkey Climber, Kai Sinnwold, Klaus Wegmann, Tobias Steinbrück, natürlich. Gibt dir irgendwo was zu schreiben. Ja. Dann Jan Ulak, Brock ist dabei, der Ali Kobler, Tammo Schiller, Patrick Gorrissen, Andi Hetmanns-Eder, Julian Jokewitz, also jede Menge, wirklich jede Menge. Ey, du hast aber einen ganz oben vergessen, Nils Spooner, Alter. Nils Spooner? Hab ich ihn nicht genannt? Nee. Spoony? Der ist cool, weil... Der ist cool? Der macht geile Vlog-Videos, und aber da reden wir nochmal drüber. Ja. Ja. Also wirklich, Leute, das ist eine coole Sache und vor allem ist es was, was ihr danach irgendwo hinhängen könnt, aufstellen könnt, ob es im Vereinsheim ist, ob es vielleicht sogar in eurem Shop ist, im Angelladen oder von mir aus auch bei euch privat im Wohnzimmer. Unterstützt das. Super. Kinderhospiz für die Kids. Genau. Und, ja, kauft Lose, könnt ihr bei Carpfors kaufen oder auch in Wallau bei uns am Messestand. Verkaufst du die dann, oder? Weil ich habe keine Zeit dafür. Ruben Eule macht alles. Die Eule. Ruben Eule ist das Schweizer Messer von Carpi. Ja, genau, der kommt doch gleich noch. Ja. Also Gonzo, nochmal, coole Idee. Unterstützen wir natürlich gerne. Und war jetzt wirklich Freestyle, spontan, weil er gerade angerufen hat, der Irre. Und sagt so, ja, wann nimmt ihr auf? Alter, gerade. Wir sind gerade dabei. Wie jetzt? Ja, Mann. So, ja, und also. Jetzt muss ich direkt nochmal nach der Unterbrechung nochmal umleiten auf diese Live-Podcast-Geschichte. Und das ist halt das, wo ich sage, wir brauchen jetzt ein bisschen Öffentlichkeit. Ich habe ihm erzählt, ne, mit Felix geredet und mit Basti, was so ein Kino kostet, was halt geil ist mit Was kostet denn? Ich habe das jetzt schon wieder Unsummen. Ja? Also so viel, dass ich sage, es ist nicht umsetzbar, also du verkaufst ein Ticket für Rolling Stones-Preise. So, weißt du, das kannst du vergessen, Alter. Also das wäre halt genial, ne? Wie gesagt, du hast Sitzplätze, du hast eine Leinwand, du hast Sound, du musst gar nichts dahin schleppen, du hast Toiletten und so. Aber wir wollen ja auch nach diesem Live-Podcast noch mit euch allen zusammen ein bisschen feiern. Und jetzt kommt ein Aufruf. Idealerweise wäre das natürlich eine Brauerei, weißt du? Ja, genau. Mit Essen und so einem Festsaal so für 20 bis 30.000 Leute. Ja, ich denke auch so viel. Ja. Nein. Wir machen das jetzt mal so, um das jetzt auch nicht ewig in die Länge zu ziehen. Ihr könnt euch, glaube ich, erinnern, in den ersten 1, 2, 3 Folgen haben wir mal dieses Abstimmtool auf unserer Homepage erwähnt, was wir eigentlich öfter benutzen wollten, was so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Da wäre jetzt erstmal die Frage, und das ist nämlich eine Sache, die in dieser Live-Podcast-Diskussion bei den Leuten immer wieder aufs Tableau kam, wie der Peter Schwede sagen würde, wie weit fährt man dafür? Und das würde ich würde jetzt so eine Umfrage, also wenn ihr das jetzt hört, ist eine neue Umfrage online auf unserer Homepage www.kapi-online.de. mit so verschiedenen Kilometerangaben. Nur, dass wir mal ein Gefühl dafür bekommen, weil es kann ja auch sein, da wird das jetzt hier planen, den Marian wochenlang auf die Folter gespannt haben und am Ende des Tages hat gar keiner Bock darauf. Das müssen wir uns ja auch, ne? Das ist jetzt ja ein Sprung ins kalte Wasser. Wir werden mal diese Umfrage starten, aber jetzt kommt das ganz Wichtige. Also A, nehmt bitte an dieser Umfrage teil, damit wir so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, ob überhaupt Interesse daran besteht. Weil es kann ja auch sein, dass die ganzen Leute, die mir bei Instagram geschrieben haben und wahrscheinlich auch alle dem Marian bei Carpi geschrieben haben, was er verschwiegen hat. Keiner, niemand. Einfach aber nur jetzt, so Enthusiasmus haben.
und sagen, ja, ich würde da hinkommen, aber wie weit bist du bereit, dafür zu fahren? Das würde ich gerne mal als Umfrage starten. Und jetzt kommt das Wichtigste an der ganzen Sache. Wo machen wir das? Und jetzt kommt so... Hier? Ja, das funktioniert hier nicht. Bei dir hier im Wohnzimmer? Nee, ich würde es ja gerne, wirklich in einem Ballungszentrum machen. Hachenburg ist so ein Ballungszentrum. Ich sage mal Großraum Köln. Wenn irgendjemand da im Großraum Köln sagt, ey, ich hätte hier was, ob es ihm jetzt gehört, ob er einen kennt, ich sag mal, ein großes Vereinsheim von einem Angelverein oder von einem Fußballverein oder so. Wenn jemand jemanden kennt oder selber irgendwas hat, wo er sagt, ey, hier könnte man das machen. Es ist natürlich ganz schwierig, wie viele Leute passen da rein. Das ist alles so ein bisschen so eine Grauzone. Und ich habe jetzt kein Angelheim mit Platz für 15 Leute. So. Nein, wir brauchen schon Platz. Und ich sage jetzt mal, um einfach mal eine Zahl in den Raum zu werfen, unter 100 Leuten macht es keinen Sinn, weil ich halt auch durchgerechnet habe, was kostet. Das kostet halt viel Geld. Also du brauchst halt, ne, du brauchst eine Bühne, du brauchst Mikrofone, du brauchst ein Soundsystem, du brauchst auch Monitorboxen für uns, du brauchst Personal. Das kostet schon ein bisschen was und wir wollen es ja auch bezahlbar machen für alle Leute. Das größte Problem war für mich dann Stühle. Wo sitzen die Leute? Das wäre das Geile bei einem Kino. Und dann habe ich geguckt, was kostet es, Stühle zu mieten. Und das kostet ein Scheißgeld. Und dann kam Ruben Eule. Können auf, alle ihre Karfenstühle mitbringen. Danke, dass genau... Ja, sicher, ja, Alter. Ey, und das hat Ruben Eule gesagt. Er meint, ey, das sind doch alles Karpfenangler. Oder ihren scheiß Eimer. Jeder von denen hat doch einen Stuhl. Und ich denke erst so, boah, nee. Ja. Ey, aber dann denke ich eine Sekunde drauf rum und ich denke, ja, Mann, genial, weil das Thema Stuhl ist schon mal weg. Und es ist, glaube ich, auch eine geile Stimmung, wenn Karpfenangel-Podcast live die Leute in ihren scheiß Angelstühlen sitzen. So. Ja, klar, Mann. So. Also. Boah, wenn der dann scheiße wird, ey, dann beschmeißen sie uns mit Karpfenangelstühlen auf die Da Seite. Müssen wir damit leben. Und wie gesagt, nochmal, das ist nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt nur so ein Versuch, das irgendwie mal für uns ein bisschen einzuordnen. Vielleicht sagen ja auch, ne, die Leute, nee, wollen wir nicht. Ich fahre dafür 3 Kilometer, aber mehr nicht. Wobei mir auch Leute geschrieben haben, so bis 300 Kilometer fahre ich. Naja, man muss halt ja so sehen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Leute sich da hinsetzen sollen und uns zuhören sollen und die Klappe halten, sondern wir machen danach einen interaktiver, geiler Abend. Ja, ja. Und danach werden wir uns richtig einen wegschälen. Genau. Und wenn ich jetzt eins schon mal hier sagen kann, dann weiß ich, dass wenn wir drei Dullisse das Ding starten, das wissen auch, glaube ich, die Hörer, dann wird es schon lustig. Und das ist halt so mein Antrieb, weil immer, wenn ich darüber nachdenke, denke ich nur, ich habe schon so viele Ideen, das kann nur lustig werden. Na, jetzt lassen wir das mal ein bisschen, jetzt haben wir ja das Pflänzchen gepflanzt, wie man so schön sagt, dann lass das mal ein bisschen wachsen. Genau, aber lass mich noch ganz kurz das abschließen. Wenn ihr was habt, wo ihr sagt, hier können wir es durchziehen, dann nochmal, im Idealfall, wir können über viele Kleinigkeiten kann man reden, im Idealfall gibt es da Toiletten, im Idealfall gibt es da eine Theke, weil das ist wirklich wichtig, dass wir diesen Podcast machen und auch die Theke machen können. Dass unsere Kapikätzchen euch da Bier verkaufen und so, weil wir müssen, das ganze Ding muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Wenn es ganz gut läuft, habt ihr sogar noch eine Wiese, wo ein paar Leute ein Zelt hinschmeißen können, um da zu pennen. Das ist aber, steht auf einem anderen Zettel, das müsst ihr Leute dann gucken. Wenn ihr was habt, ich sag jetzt mal, wie gesagt, Großraum Köln, nicht irgendwo noch von der Autobahn runter und 300 Minuten Landstraße fahren, meldet euch bei uns und macht es bitte nicht über Instagram oder so, sondern wirklich wichtig, info@kapi-online.de. Schreibt uns bitte, wir bezahlen auch gerne eine Miete für den Bums und so, das ist gar nicht das Thema. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, hier könnte man das durchziehen. Im Impressum auf unserer Homepage steht ja auch noch eine Telefonnummer. Da könnt ihr euch auch melden, wenn ihr keinen Bock habt, eine E-Mail zu schreiben. Ruft an, dann kann man das Ganze direkt besprechen und einiges abklären. Ja, wie gesagt, ne, man braucht ein bisschen Platz, ein Dach über dem Kopf. Wir müssen die Möglichkeit haben, da eine Getränkeausgabe zu machen. Toiletten wären super, aber wenn es daran scheitert, kann man noch irgendwie einen Klowagen dahin schaffen. Also wir sind da relativ flexibel. Meldet euch und dann hoffen wir, dass wir auf diesem Wege eine geile Location dafür finden und das wird bestimmt sehr, sehr lustig. Auch wenn ihr denkt, ihr habt was richtig Gutes, ist aber zu groß, dann lässt sich da vielleicht auch was machen, dass man es irgendwie abtrennt, abhängt, wie auch immer. Also, ja, macht Meldung. Meldet euch und wenn ihr auch sagt, hier, das ist vielleicht dann irgendwie nicht ganz so perfekt, wie ihr das haben wollt, wir sortieren das dann durch und dann probieren wir das irgendwie Anfang nächsten Jahres umzusetzen. So. Marian, bist du dabei? Ja. Das ist das Wichtigste. Ich habe so ein bisschen Angst gehabt, auch jetzt, den Marian hier so vor der ganzen Öffentlichkeit. Bock auf Party. Okay. Gut, wir haben ja heute ein bisschen Zeitdruck, ne? Also wir ein bisschen sehr. Gut. Wir haben, also wer war angeln, muss leider heute ausfallen, weil das wird
ich glaube, bei der nächsten Folge können wir nur über Wer war angeln. Also wir waren auch viel angeln. Wir waren viel angeln, wirklich? Alle haben viel gefangen, es ist viel passiert. Ja. Ja. Also wir verschieben das mal auf nächste Folge. Dafür erzähle ich eine kleine, erzähl mal ganz genau Geschichte. Das ist sehr schön. Aber erst muss ich zur Getränkerückgabe einmal pinkeln und dann machen wir weiter. Getränkerückgabe. Einmal kalt in warm. Genau. Bis gleich. Bock auf Urlaub im Wohnwagen oder Reisemobil? Oder den Ausbau eures Angelautos nach euren Wünschen? Dann seid ihr hier genau richtig. www.caravan-welt.de. Anfang Dezember ist es wieder soweit. Die Carp Expo in Wallau öffnet wieder die Tore. Am Samstag, den 2. Dezember und Sonntag, den 3. Dezember, findet ihr dort auf 2 Etagen alles, was Karpfenanglerherzen höher schlagen lässt. Alle weiteren Infos findet ihr unter www.carpexpo.de. Carp Brothers, dein Shop rund ums Karpfenangeln. Neben den Produkten sämtlicher großer Marken findet ihr bei Carp Brothers auch sehr interessante Nischenprodukte, gute Preise, schnelle Lieferung und Top-Beratung. Auch über eine Live-Chat-Funktion. www.carpbrothers.de. Ich würde jetzt mal sagen, so, mit den Worten von Marian Surer. So, da sind wir wieder. Dass er beim Live-Podcast dabei ist, wenn das irgendwie stattfinden sollte, finde ich schon mal super. Wir haben ihn schön überzeugt. Und wir mussten auch gar keinen Druck anwenden, ne, Peter? Also, wir mussten jetzt gar nicht so. Naja, ein bisschen. Ja, aber ich habe noch nicht sein Postfach gesprengt und so. Das ist schon mal gut. Ja. Ja, Country Boy. Bosshaus. Also heute mal wieder die Rubrik, erzähl mal ganz genau, von mir. Ein bisschen anders. Es geht jetzt mal nicht über Pleiten, Pech und Pannen, sondern es geht einfach mal um eine kuriose Geschichte über einen Fisch. Wir haben im Zuge dessen darüber gesprochen, das wolltet ihr mir dann auch nicht glauben, wie Fische sich über die Zeit verändern können. Mhm. Dann hat glauben schon, aber nicht so krass. Nicht so krass. Ja. Da hatte ich ja das Bild von diesem Two-Tone. Dann erzähle ich jetzt mal ganz genau. Dann, Peter? Also, du hattest ja das Bild von dem Two-Tone, ne? Der dann auch praktisch gar nicht mehr wiederzuerkennen war. Ja. Und es war so, es müsste 2012 ungefähr gewesen sein. Ich bin immer am 2. September, habe ich glaube ich schon mal gesagt, immer am 2. Dein September. Dein Datum, ne? Am Cali Day bin ich immer angeln gegangen und habe auch immer extrem gut gefangen, ne? Also habe ich ja meinen ersten 60er, meinen ersten 50er und alles immer an dem gleichen Datum gefangen. Das ist irgendwie immer interessant. Ne? Und das war auch eine Session, wo ich auch übrigens den Kanalfisch gefangen habe, der dann ja auch auf Wanderschaft gegangen ist, den Fisch. Und da habe ich einen Fisch gefangen, der hat so, ich glaube, 19 Kilo oder gehabt. Ne? Und ich habe den morgens gedrillt vom Boot aus, ne, war in Frankreich, und ich sehe den Fisch hochkommen und die Sonne hat geschienen. Ich denke, was ist denn mit dem Fisch los? Wie sieht der denn aus? Und Kescher den, war ein Spiegler. Ich gucke den an und denke so, Alter, der ist ja Gold. Also jetzt kein Goldfisch, sondern das war ein Spiegler, der so richtig, der hat so richtig schimmert, Gold geschimmert. Also richtig krass Gold geschimmert. Ein güldener Karpfen. Ein güldener Karpfen. Der Schädel war Gold. Ey, ich den Fisch fotografiert, also Bilder, die posten mir auch mal, das sieht so geil aus. Und den Fisch fotografiert und denkst, das ist ja ein Wahnsinnsfisch, wie der aussieht. Das geben die Bilder auch gar nicht her, wie das in Natura war. Ne? Ich hatte natürlich jetzt auch nicht so eine gute Kamera wie jetzt, konnte das nicht so perfekt einfangen. Und da habe ich mir den zu Hause angeguckt und denk so, warte mal, den Fisch kennst du doch. Und da habe ich den gleichen Fisch ein Jahr vorher gefangen. Also wie gesagt, Frankreich, darf man ja zurücksetzen. Und da denke ich so, weil der hat relativ große Schuppen oben an der Rückenflosse gehabt. Die sind, markant will ich nicht sagen, aber der hat so eine Reihe gehabt, dass irgendwie ist mir das wieder eingefallen. Da habe ich das Bild rausgesucht und denke, das ist doch der gleiche Fisch. Aber der war schwarz. Der war rabenschwarz. Und ich weiß noch, wie ich den damals gefangen habe. Da war der Jan dabei, der Jan Brauns und der Andy Heinz. Da haben wir alle vor dem Fisch gestanden und haben gesagt, Alter, wie schwarz ist denn dieser Fisch? Also vielleicht habt ihr auch mal so ein paar Fische gesehen, aber die sind meistens in so glasklaren Gewässern, die einfach so eine Nussbräune haben, ne? Aber der war schwarz, also das war kein, also es war nicht so ein Braunstich, sondern das war ein richtiger Pechschwarz. Richtig Pechschwarz, ne? Und der Bauch war relativ hell dafür.
So, und diesen Fisch fange ich ein Jahr später und der war Gold. Der war wirklich Gold. Also der hatte nichts mehr von dem Schwarzen an sich. Und dann kam vor ein paar Jahren, rief mich dann der Romeo Eil an. Sagte, Peter, ich habe mal keine Mühlangel gefangen. Also kein ins Moulinier. Sondern guck mal, was ich habe gefangen für eine Fisch. Und ich so, boah, krass. Alter, was ein Koi, ne? Ey, der hat doch bestimmt 20 Kilo. Der so, ja, hat 20 Kilo rum. Ich glaube, oder sogar so 24, ich weiß es gar nicht mehr. Also, Romeo, verbessere mich bitte. Auf jeden Fall ein richtig geiler Fisch. Komplett orange. Komplett orange. Ein richtiger Koi. Du wirst den sehen, der hat so einen schwarzen Streifen oben, so um die Augen schwarz und der Rest richtig neon-orange. Und dann sagt der Peter, guck dir diese Fisch an. Kannst du dich an die goldene Fisch erinnern, die du gefangen hast? Und ich so, ja, aber das ist ja doch nicht. Ja doch, das ist die gleiche Fisch. Und dann halten wir die Bilder nebeneinander und dann ist das wirklich der gleiche, identische, gleiche Fisch. Der ist von rabenschwarz zu gold zu orange geworden. Der identische Fisch. Okay, das klingt abgefahren. Und das innerhalb von, da müssten so 4 Jahre, also von schwarz bis orange, 4 Jahre dazwischen gewesen sein. Also vor allem, der ist ja schon in der Altersklasse, das ist ja kein Jungfisch mehr. So, ich weiß zum Beispiel, dass, wo gerade bei den Kois so ist, so gerade in den ersten paar Jahren kann das halt wirklich vorkommen, dass da. Das schwankt, nee, ne? Der hat ja schon 19. Was das Farbspektrum angeht, hat sich das verändert oder so, aber jetzt in deinem Fall, das ist ja ein, Anführungsstrichen, alter Fisch gewesen. Ich glaube, der hatte sogar über 20 Kilo, wo ich ihn das erste Mal gefangen habe. Ich glaube, der hatte sogar 21,5 Kilo und beim zweiten Mal hatte der auch so um die 22. Voll der Transformer, Alter. Ja. Ja, Transformer passt gut, ja. Aber auch krass, also. Der wusste noch nicht so, wohin mit sich. Aber es ist ja heutzutage kein Problem. Kann ja alle 3 Monate kann der seine Farbe wechseln. Ich identifiziere mich als leeres Whiskyglas. Aber wirklich, also wir haben... Also, und ich als AirPods. In ihr. In ihr. Okay, der war nicht so schlecht. Oh, das ist immer schön, so dritt an einem Tisch zu sitzen, oder? Ist ja, anders, das ist was, ne? Ganz anderes. Danke, dass ihr meine Story, anders, die ich jetzt hier erzählen wollte, so kaputt gemacht habt. Nein. Stell dir mal vor, dass wir jetzt live. In ihr ist gut. Ja, okay, weiter. Aber wir müssen wirklich nochmal die Bilder posten und da bin ich echt mal gespannt, was die Leute so diskutieren darüber. Da bin ich echt mal gespannt, weil das ist wirklich eine so krasse Veränderung von einem Fisch. Also das habe ich wirklich noch nie gesehen und ich würde auch gerne mal wissen, woran das liegt, weil dass die Fische so orange werden, weil es gibt ja schon hier und da, siehst du mal Fische, so Spiegler, die dann so komplett die Farbe ändern, ne? Aber es ist wirklich ultra selten. Also ich wollte gerade sagen, bei dem Two-Tone, den hat der Marian ja auch gepostet, den ich gefangen habe, und ein guter Kollege von mir, da war ich schon krass überrascht. Aber das klingt jetzt ja gerade nochmal ganz anders, ne? Also da bin ich ja mal gespannt. Also ich habe mal alle 3 Bilder so übereinander, die können wir mal posten, ne? Oder sag mal, bei Instagram dann das nebeneinander, wie auch immer. Und dann könnt ihr euch das dann mal alle angucken. Also das ist wirklich was ganz, ganz Krasses. Also ich glaube ja, oder ich meine auch zu wissen, dass Fische ja von ihrer Grundform her auch bestimmte Farbpigmente ja nur besitzen. So. Aber wie die sich gerade jetzt in diesem Fall im Laufe der Jahre so drastisch verändern können, also keine Ahnung, wie das von Mutter Natur, physikalisch, wie das... Ach, das wird nicht aus... Ich auch nicht. Zyan, Magenta und also Gelb. Ja, genau, das wird auch sicherlich nichts mit irgendwie eingebrachtem Futter, natürlicher Nahrung oder sonst was zu tun. Nee, viele gelbe Boilies gefüttert. Ja. Also Jungs, komm, ich zeige euch mal die Bilder. Ihr habt es ja wirklich noch nicht gesehen. Ich habe ja bis jetzt nur darüber geredet und ihr habt mich ja praktisch für bescheuert erklärt, dass es sowas gibt. Ja, komm, jetzt zeig aber mal. Guck mal, das war beim ersten Mal. Okay. Also der ist ja schwarz. Ja. Okay, das sieht schon... Das ist schon eine Veränderung. Das ist der Goldene. Aber sicher, dass der... Ja. Das siehst du doch oben. Du, Peter, auch die Körperform. Peter, bist du dir sicher? Jetzt, dass das der Fisch ist, Kollege. Hört mir zu, was Peter, ich sage. Ich bin mir sicher. Irgendwelche Leute uns erklären, dass sich alles von selbst regelt, ohne was dazu zu sagen. Bist du dir sicher? Ja, okay. Ich bin mir... Also in dem Fall bin ich mir sicher. Also ich behaupte das jetzt auch, dass das der Fisch ist. Ja, nee, nicht, ne? Dass wieder irgendjemand sagt, einfach laufen lassen, das regelt sich alles von alleine. Das wäre schade. Ja, also wer sowas sagt, naja, okay. So, guck mal. Das ist dann der Orangene. Alter, das sieht aus, also Transformers passt. Also das ist wirklich anders. Gerade an dem Kiemendeckel und oder, ja,
krass. Das ist der Fisch. Du siehst die Körperform schon. Ja, ja. Aber das ist strange, Alter. Aber wie der Schwede sich auch verändert hat. Guck mal, wie dunkel der dann auch war. Also von was redest du jetzt? Von dem Fisch oder von dir, Alter? Moment, das ist der Romeo Isle unten. Nee, nee. Guck mal oben. Ja, da liegen ein paar Jahre dazwischen, ne? Aha. Aber Alter, gib mal bitte das Handy mal her. Lass ich mal gucken. Das ist ja... Boah. Nee, nee, wirklich. Ich hatte ja heute schon ein paar Boah-Momente hier, so mit Klaus Briggs und dem Live-Podcast und so, aber das hier ist nochmal hammerhart. Also... Wir sind auf eure Meinungen gespannt. Ja, das ist... Also, ich meine, das Mr. Instagram, Mr. Boah. Algo, bitte posten. Ja, das muss... Schick dir die Bilder gleich mal zu. Das müssen die Leute sehen. Krass. Geil. Also, das ist wirklich strange. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Geil, ne? Ja. Yo, kurz erzählen wir ganz genau Story. Aber die war gut. Also ja. Das ist anders. Das ist anders. Ja. Es war keine Pleiten, Pech und Pannen, obwohl ich den auch gerne in Orange gefangen hätte. Ja. Aber wirklich, aber wenn jemand uns da wirklich aufklären so kann, wieso, weshalb, warum so etwas passiert, dann bitte mal Bescheid sagen. Weil das wäre auch wirklich, glaube ich, mal ein Artikel einfach wert, ne? Mal zu erklären, wie das Ganze halt funktioniert. Ja. So, liebe Leute. Und wir müssen echt ein bisschen durchgaloppieren heute. Ja. Also Entschuldigt es uns, ja. Aber gut, bei 61 Folgen, wir müssen heute einfach mal die Handbremse ziehen. Ja, man kann nicht immer 2,5 Stunden lang. Ne? Ja. Wir haben ja noch Termine heute. Deswegen. Ja. Also nächste Podcast wird dafür wieder ein bisschen länger. Ja. Und auch mit Wer war angeln, da wird extrem viel kommen. Ja. Da galoppieren wir zur Hörerfrage. Allein, weil der Schwede es geschnitzt hat. Ja, ja. Und da wie tagelang drüber genau, reden. Wie viele Knoten er schon wieder platzen hat lassen. Da können wir tagelang drüber reden. Der Schwede lässt den Knoten platzen. Ja. Okay, so, liebe Zuhörerschaft, willkommen zur heutigen Rubrik und des Abends. Und jetzt will ich dir mal in die Augen gucken, Marianne. Ja, ja, jetzt. Wie ihr euch sicherlich... Darf ich ganz kurz einkrätschen? Ja? Ganz kurz. Ja? Ich habe mir vorgenommen, dass ich nicht mehr so oft reinkrätsche bei dir. Ich glaube, ich habe auch oft jetzt auch gemacht. Aber du redest echt viel deutlicher, als sonst, wenn wir so spät aufnehmen. Ja, ist so. Ich bin doch spät. Der ist super drauf. Der ist ein Frühaufsteher. Ich bin wach. So, passt auf. Oh, ich also, gehe hier kaputt, ey. Ihr könnt euch sicherlich alle noch erinnern. Und wie ihr das sicherlich auch könnt. Also, wer sich nicht erinnern kann, schaltet jetzt ab. Genau. 50 Euro Carbrothers Gutschein gibt's für diese Folge, für die Hörerfrage. Und der Zufallsgenerator hat eine Frage gepickt von... Die Hörerfrage. René Körter. René, herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich bei uns. Dass es auch so schnell ausspricht, da heißt René, nicht René. Doch, René. René Körter. Hey, ihr drei. Oh, wei. Ich habe eine folgende Frage für euch. Oh Gott, oh Gott. Wie steht ihr zu dem Thema, Informationen über Gewässer oder Fische im Freundeskreis zu sprechen? Seht ihr das ganz entspannt? Teilt ihr alle eure Informationen mit euren Kumpels oder behaltet ihr bestimmte Informationen zurück, um vielleicht keine Neugier zu erwecken oder gegebenenfalls vielleicht die neuen Geheimnisse für euch zu behalten? Ich würde mich über eine Antwort freuen. Also René, aber haben wir nicht immer gesagt, dass der die Hörerfrage stellt, auch so ein bisschen seine eigene Meinung dazu kundtut? Ja, hat er aber jetzt auch nicht. Hat er nicht. Schwieriges Thema. Also ich bin eigentlich immer für komplette Offenheit. Vor allen Dingen, ich bin immer für komplette Offenheit mit den Leuten, mit denen du denselben See beangelst. Also dass du jetzt nicht jedem alles erzählst, finde ich auch ganz normal. Ich finde es immer so ein bisschen strange, wenn du anfängst, die Leute anzulügen, die mit dir am selben See angeln, regelmäßig. Ja, das macht dann keinen Sinn. Nee, aber es gibt es, ne? So, die Leute, die das so verschweigen, wo ich mir denke, du kannst ja eigentlich nur voneinander profitieren, wenn du dich ein bisschen untereinander austauschst. Nasser Kescher, nasse Schlinge. Ja, ja, genau. Hat nichts gebissen. Ja, ja. Hat nichts gebissen. Ja, ja. Und dann am nächsten Tag Instagram irgendwie 10 Fotos von 20 Kilo Fisch. Ja, genau. Also ich glaube, das ist so ein schmaler Grat, aber normalerweise, wenn du halt gute Leute um dich rum hast, die akzeptieren das dann halt auch, dass du da gerade der Ding durchziehst. So, du hast dann ja nicht so eine Typen, die irgendwie mitbekommen, dass du da gerade eine geile Stelle hast, wo es beißt und die sitzen dann am nächsten Tag da, wenn es vernünftige Freunde... Also es ging jetzt ja hier um den Freundeskreis in der Frage, ne? Oder um den unter anderem engeren Bekanntenkreis. Also ich glaube, du musst nicht jedem alles auf die Nase binden,
Aber ich glaube, so ein bisschen Austausch brauchst du schon. Das ist so ein Tanz auf Messerschneide, oder wie sagt man? Also ich mache das nur bei bestimmten Personen. Ne? Also es gibt ja so Leute, die auch selbst dann was ausprobieren und sagen, pass mal auf, ich angel jetzt da an der Stelle, du da. Ne? Das ist ja. so ein Safe. Um mit denen sich dann auszutauschen, das finde ich dann extrem interessant. Ja, Goldwert auch. Goldwert, gerade wenn es um, wo du genau sicher bist, hey, der wird immer sein eigenes Ding durchziehen, weißt du? Ja. Das ist halt nicht einer, der dann sagt so, der Schwede ist im Urlaub, jetzt gehe ich auf die Stelle. Ganz genau, weil, das ist es. Ich sag mal so, das ist, ich denke jetzt vom Flussangeln her, weißt du, ich betreibe da sehr viel Aufwand und wenn dann einer da hinkommt und erntet dann das, was ich gesehen habe, wenn er es nicht weiß, kann ich es nicht ändern. Wenn er es weiß, finde ich scheiße. Ja. Weil ich würde es umgekehrt auch nicht machen. Und dann erzähle ich das nur den Leuten, wo ich mir sicher bin, hey, die haben da einfach Respekt vor. Ja. Weißt du, die wissen, was das bedeutet. Was Kodex. Ja, das ist ganz wichtig. Das ist, also, wir hatten das Thema und ja schon mal so mit gefütterten Plätzen von anderen Leuten und so, wo ich dachte, ich will gar nicht da drauf sitzen, weil das für mich kein Vorteil ist. Aber der Austausch, wo du jetzt eben nochmal warst, ist für mich extrem wichtig, gerade in also an einem Fluss, an einem Flussabschnitt oder am Rhein oder an richtig großen oder Jungfrau, sag mal, dementsprechend Anführungszeichen, Jungfrau, ja. Anführungszeichen, jungfräulichen Gewässer, sich dann auszutauschen, dann kann das wirklich Gold wert sein. Weil ich sag mal, du sitzt alleine an einem 1000 Hektar See und du hast keine Informationen und du angelst einfach auf dich einfach drauf los. Und wenn du dann Leute hast, die das Gleiche machen wie du, aber anders, also gleichen auf Karpfenangeln, selbe Zielfisch, aber vielleicht andere Ideen haben, anderes ausprobieren, andere Stellen und so. Und diese Informationen in einen Topf geworfen, geben meistens dann die Wahrheit, ne? Ja. Ja, muss ich aber sagen, den Vergleich kannst du aber, glaube ich, einfach nicht auf den Großteil der Anglerschaft halt einfach hier münzen, weil die wenigsten angeln an 1000 Hektar plus Seen, kontinuierlich und konstant. Die wenigsten, behaupte ich mal, angeln an Flüssen und die meisten angeln an Vereins-, Bade- und Baggerseen. So, und da reden wir auch von, ich behaupte jetzt einfach mal, Durchschnittsgrößen zwischen, weiß ich nicht, 3 und 40 Hektar. Und da herrscht stellenweise Krieg und Kampf. So, und da herrscht ein unfassbarer Angeldruck. Und da geht es sich nicht darum, so dieses, vielleicht in welchem Areal hast du gerade irgendwie die Fische entdeckt, sondern da geht es sich dann wirklich um kleine Finessen, kleine Nuancen, die da zusammenspielen. Und da trennt sich aber die Spreu vom Weizen. Weil gerade an diesen Gewässern, die hardcore beangelt werden, nimm mal das Beispiel England, das Wilder Westen. So. Wie ist ja, da? Aber, wie sind aber, die da untereinander? Aber drauf? England so. Ist Wilder Westen mit Regeln. Ich glaube, hier ist mehr Wilder Westen. Natürlich. Die Engländer haben so dieses Grundrespekt-Ding. Du bist zuerst da und du machst dein Ding. Das haben die, glaube ich, mehr verstanden in England, wie wir. An den Gewässern, muss man ja auch sagen. Ja, genau. Das sind alles so Day-Session-Dinger. Richtig, genau. So, genau. Das sind ja keine Vereinspools, wo irgendwie fest ist, wer da seine Futterplätze hat und, sondern da schwimmen alle im selben Fahrwasser, haben alle nur diese Zeitfenster. Ich meine, da gibt es ja Gewässer, du kriegst nur Tageskarten, du kriegst nur maximal 72 Stunden-Tickets. Ja, auch so Day-Session, so, genau, so morgens so. Bis abends, ne? Wie so. Aber ich glaube einfach, dass das Beispiel, was du jetzt genannt hast, das spricht für die aller wenigsten, die in Deutschland auf Karpfen angeln. Aber da muss ich auch, ja, da hast du vollkommen recht, das habe ich aber auch freiwillig so gewählt, damit weil ich du deine Ruhe hast. Damit ich meine Ruhe habe. Bin ich bei dir. Ist auch ein vollkommen legitimer, genau, Grund, ja. So. Aber du zum Beispiel, jetzt auch so aus jüngster Vergangenheit, und man muss ja auch sagen, jetzt so auch regional, wo du lebst und wo du so angelst, weil du halt auch dich einfach bewusst davon fernhältst, du weißt gar nicht, wie das ist, an einem Gewässer zu angeln, was 15 Hektar hat, wo 50 Karpfenangler angeln. Ich kenne genügend so Gewässer. So. Ich kenne aber auch genügend Gewässer, die in der Nachbarschaft sind, wo keine 15 Karpfenangler sitzen. Ja. Und dann muss man sich darüber Gedanken machen. Will ich das oder halte ich mich davon fern? So. Und wenn du Bock da drauf hast und sagst, ich will an diesem Gewässer angeln und ich wähle das freiwillig, dann musst du mit allen Nachteilen, mit allen Ärger und allem, was da ist, auch zurechtkommen. Da brauchst du halt Ellenbogen, ne? Da brauchst halt Ellenbogen oder hast halt da eine Gemeinschaft, die zusammen funktioniert. Das gibt's ja auch. Aber gerade Ellenbogen, finde ich, ist halt eigentlich das, was du halt nicht brauchst. Das ist das weil, Letzte. Wenn, genau. So, das ist das Letzte. Naja, meine ich auch. Das ist nicht positiv. Du brauchst ein dickes Fell, weil du weißt, worauf du dich einlässt, bewusst. So. Ich hab, das ich ist besser. Genau. So. Aber ich finde halt gerade so im Freundes- und Bekanntenkreis
von mir, jeder in meinem engeren Dunstkreis, so ob das meine Kumpels sind, die ich halt zum Beispiel nur übers Angeln und vom Angeln her kenne, ob das meine Freunde sind, die, mit denen ich halt auch über das Angeln hinaus irgendwie Freundschaften pflege, jede Information kriegen die von mir. Jede. Habe ich gar kein Problem mit. Ich bin aber zum Beispiel auch... Die wohnen ja auch alle mindestens 200 Kilometer weit weg, deine Freunde. Ihr zum Beispiel. So. Nein, aber jetzt auch so, ich sag mal, meine Jungs, und das ist einfach, wenn ich mit irgendwelchen wirklich guten Freunden von mir selbe Gewässer befische, dann dreht sich Tag ein, Tag aus, jedes Telefonat, jedes Gespräch dreht sich natürlich in irgendeiner Art und Weise um Karpfenangeln und meistens halt auch über die Angelei an Gewässer X oder Y. Und so. Und wir untereinander, wir geben uns die Informationen und da fangen Informationen an mit, okay, wie war das Wochenende, was hast du gefangen, wie hast du geangelt, wo hast du geangelt, wie tief hast du geangelt, welche Rigs hast du geangelt, welche Köder, wie lang waren deine Rigs, wie hast du gefüttert, was hast du gefüttert. Aber ohne das Futter, was du reingebracht hast, wie hast du das irgendwie präpariert, was, oder. So, ich bin aber trotzdem jemand, wenn ich da sitze und es kommt jemand, den ich nicht kenne, Warum soll ich so ein verschlossenes Buch sein? Oh, warte mal kurz, es klingelt an der Tür. Diese Heule. Das wird die Heule sein. Ich muss ganz kurz, ich muss das ganz kurz verlassen. Ich mach trotzdem weiter. Krieg aus. Wir erzählen jetzt über Sachen, die du nicht wissen sollst. Genau. Jetzt kommen die geheimen Stellen hier, ne? Nein, aber ich bin trotzdem einfach jemand, ich glaube einfach, dass du, je mehr Zeit du mit Karpfenangeln verbringst, je mehr Erfahrungen du machst, je mehr Erfahrungen du mit anderen Anglern machst, an Gewässern, und man muss auch einfach sagen, man wird einfach, glaube ich, irgendwann ruhiger, du wirst entspannter. So. Ja, natürlich. Und du denkst einfach so, ey, mein Gott, du verstehst einfach irgendwann immer mehr, um was geht es sich hier. So. Ein paar scheiß Fische. Richtig. So, und um was geht es sich mir persönlich? Was ist das, was ich daraus mache? Was ist das, wo ich sage, daraus zehre ich? Da bin ich wieder. Das ist mein Antrieb. So, und da ist es mir egal, ob ich den 20 Kilo fange oder einfach jetzt gerade mein Buddy oder ob gegenüber die Stelle oder was auch immer. Ich denke mir einfach so, ey, mein Gott, Leute, entspannt euch. Die Fische, die kommen eh wieder zurück. So, wenn ich sie ja, jetzt an diesem Wochenende, na, um Gottes Willen, aber wenn ich sie an diesem Wochenende jetzt nicht fangen konnte, so, ja gut, dann ist das halt so, dann hat das auch seinen Grund, ja, dann fange ich sie vielleicht beim nächsten Mal, aber ich weiß ja, die kommen wieder zurück, die werden nur größer und werden nur noch fetter. Aber so. Marian, jetzt redest du über das Prassenangeln, ne? Wir meinen jetzt Karpfenangeln. Ach so. Ach so, ja, ich war jetzt schon wieder beim Fiedern. Können wir das alle erstmal ganz kurz... Es ist halt, natürlich ist es so, man ich finde, das ist wirklich gewässerabhängig, wo du halt auch angelst. So, wenn du jetzt an diesen, ja, sagumwogenen Hardcore-Lowstock-Gewässern, wo irgendwie nur 15 Fische auf 40 Hektar schwimmen und so, ja, da sind alle fickrig, alle sind geil und alle sind so im Kino und alle wollen halt irgendwie diesen Erfolg und nur diesen Fisch und. Aber ich finde wirklich am Ende des Tages, ganz ehrlich, von was reden wir hier? So, also sage ich ganz einfach, mein Gott, Leute, entspannt euch einfach und wir teilen alle dieselbe Leidenschaft, dieselbe Passion. Wenn untereinander natürlich angefangen wird, sich zu ficken, ja, so, wie du jetzt gerade gesagt hast, so, jemand bewusst weiß, ich habe dort viel Zeit, viel Geld investiert, ja, und sich bewusst dann da breit macht, um das, was ich halt gesät habe, zu ernten, dann ist das ein No-Go. Und das ist einfach, wie wir gerade eben auch schon gesagt haben, das ist ein Ehrenkodex. Ja, ungeschriebenes Gesetz. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. So. Aber ansonsten, ey, wenn irgendein geiler Karpfenangler vorbeikommt und mit mir quatschen will über Karpfenangeln, Alter, bitte, lass uns über Karpfenangeln reden. Ja, klar, du kannst ja, man kann ja auch fremde Leute kennenlernen und meint auf einmal, ey, das sind voll die coolen Leute, ne? Total. Du hast ja du lernst ja beim Angeln coole Leute kennen. Ich habe auch einmal coole Leute kennengelernt, die kannte ich vorher gar nicht. Und ich muss auch sagen, da war auch mein Bauchgefühl richtig, das sind einfach super Typen. Das sind einfach super Typen und ich bin auch froh, dass ich sie kennengelernt habe. Und sag mal, das, was wir untereinander ausgetauscht haben, das hat uns alle weitergebracht. Ne? Ja. Aber es gibt halt auch Typen, da weißt du, da stinkt's. Da musst du vorsichtig sein. Das ohne ist uns irgendwie hättest du niemals Multirig für dich entdeckt. Ja, stimmt. Ja, das hat so ein... Oder PPA-Bags. Ja. Hier kracht die Dose Gift auf. Können wir ganz kurz Ruben Eule hallo sagen? Aber die Frage ist halt immer, wie man Ruben Eule! Ruben Eule! Ruben Eule ist da! Hallo! Ruben sag mal hallo! Gemäue! 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 Ruben Eule hat ein Gift Wir müssen gleich live gehen, ne?
Wir müssen jetzt gleich live gehen, deswegen müssen wir jetzt nochmal zu Ende galoppieren, oder? Also René, ich weiß nicht oder wir wissen nicht, was da gerade bei dir Ambach ist, dass du auf dieses Thema kommst. Meld dich mal bei uns. Nee, vielleicht erzählst du auch mal, wieso, weshalb du vielleicht gerade auf diese Frage gekommen bist. Ein paar mehr Hintergrundinformationen oder so, was da vielleicht los ist. Aber grundsätzlich sag ich einfach am Ende des Tages, ey Leute, lehnt euch einfach zurück, entspannt euch, geht einfach geil angeln so und lasst andere auch, ja, ich will nicht sagen, an eurem Erfolg teilhaben, aber mein Gott, so, ey. Ja, also dann, ich will ja auch nochmal, solange... Was reden wir hier so, ja? Ja, lass aber, doch, aber lasst so... Lasst alle ein geiles Wochenende haben, alle sollen ihre Fische fangen, alle sollen glücklich nach Hause kommen, sonntags zur Mutti und einfach sagen, ey, ich habe eine geile Zeit gehabt, Schatz. Und jetzt bist du dran. Reichst du dem Herrn Sura mal den Kombucha-Tee? Ich wollte gerade und die Friedenspfeife? Ich wollte gerade sagen, guck mal hier. Alter, was ist mit euch? Normalerweise bist du immer der Penner, nein, ganze Scheiße hier über... Nein. Aber ich tanze meinen Namen. Ey, Zusammenhalt ist die eine Kiste. Ich will jetzt, es ist echt ein schwieriges Thema, aber du kannst halt nochmal nicht jedem alles erzählen. Das ist meine Meinung. Leute, die du gut kennst, Leute, die mit derselben Gewässer beangeln, alles gut, aber der dritte Karpfenangler, der am Wochenende an einem bekannten See an dir vorbeiläuft, um irgendwie noch eine Info von dir zu bekommen, musst du auch einfach mal den Kopf zumachen, Alter. Weil die haben halt auch nicht dieses Fingerspitzengefühl, um zu wissen, da ist jemand, wie du eben gesagt hast, der hat hier was gefunden, der hat hier was aufgebaut, der sitzt da, der gibt da sehr viel Energie rein und ihr wisst ja auch, ich will es nicht zum tausendsten Mal sagen, ich fahre ja auch quer durch halb Deutschland, um irgendwie zu angeln und zu füttern, dann ist es halt... Gut. Dann, nee, weißt du, wie ich meine? Darf halt auch keine Infomade sein, der halt nur genau, saugt wie so ein Schwamm. Genau, so. Von den Pennern hast du natürlich auch genug. Die saugen. Aber das und ist wie eine Freundschaft. Das ist wie eine gute Freundschaft, beruht auf Gegenseitigkeit. Also, so, nehmen ne? und geben. Ich wollte sagen, du gibst, ich nehme. Also, Punkt. So. Also. Ey, liebe Leute. René. Gib uns auf jeden Fall mal ein Feedback, sag uns mal vielleicht ein paar mehr Hintergrundinformationen. Und ich muss mal ganz kurz hier meinen Benedikt. Ja, trink mal einen Schluck, damit die Kehle weiter anfeucht ist. Wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten dir halbwegs eine coole Antwort geben. So, und wir müssen jetzt live gehen. Genau, wir müssen live gehen. Wir müssen leider hier live gehen. Also liebe Leute, für die nächste Folge 100€ Gutschein von Ascari auf das komplette Sortiment. Egal ob Eigenmarke Koga, ob Fox, ob Korda, ich weiß gar nicht, was die alles haben. Nash gibt's auch. Und die haben verdammt geile neue Karpfenschlappen. Stimmt, Fishstone haben die auch im Programm jetzt. Fishstone auch. Also, nächste Folge, 100€ geile Gutschein. Karpfenschlappen, sagt er. Haben die? Ja, haben die, du. Die sind Porno. Ja, die sind Porno. Ja, dass der Sura keinen Geschmack hat, wissen sogar die Karpfen. Also, ich möchte zum... Männers, ganz kurz noch. Ja. Wir müssen leider heute zackig hier durchgaloppieren. Wir müssen einen Break machen. Wir gehen jetzt live bei YouTube. Wir sind voll aufgeregt. Wir kommen uns vor wie so Twitch-Typen. Ich sehe mich gleich schon mit so einem Headset Knossi. Vor so einem Greenscreen, Alter. So, ja, Montana Black-mäßig vor so einem Aquarium. Geil, mit dem Feinripp. Deswegen, wir verabschieden uns. Wir lieben euch. Wir danken euch wirklich für die Treue. Wir sitzen hier, wo alles angefangen hat. Wir haben richtig Bock. Sehr schön. Und wir werden uns jetzt noch entzünden. Und, auf jeden Fall. Bis übernächste Woche. So, ich muss jetzt noch einmal sagen, es war mir wie immer eine Ehre. Es war mir auch eine Ehre. Und wenn ihr wisst, wo wir diesen scheiß Live-Podcast durchziehen, wenn ihr eine Location habt, meldet euch. Das ist wirklich... Das ist wichtig. Selbst der Marian sagt, ja. Und auch wirklich. Bei Peter nochmal mit den Geflochtenen ist dem auch wichtig. Ist alles wichtig. Also haut rein, wir lieben euch. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei eurem Kapi-Podcast.